So, dann möchte ich Sie auf jeden Fall begrüßen. Wir haben 8:45 Uhr, der Markt eröffnet, die European Session beginnt in einer Viertelstunde, der vorbörsliche Handel läuft schon. Was man tun sollte, ist natürlich den Blick auf den Terminkalender zu werfen, da gehen wir gleich mal kurz drauf ein. Ich begrüße Sie hier nochmal, der Raum wird weiter voll, das ist gut so. Im Vergleich zum letzten Mal sind sogar mehr als doppelt so viele Anmeldungen dabei. Ich vermute fast, das liegt auch natürlich am DAX. Und unserem Gast, der heute uns mal zeigen wird, wie mit den Heike-Nasche-Kerzen hier ein Stück weit agiert am Markt. Auch eine Kerzentechnik, die ich auch sehr gern nutze. Deswegen ganz nett, auch mal hier mit dem Jörg da ein bisschen ins Detail heute zu gehen. Er wird uns auch noch ein Stück weit erzählen, wie er zum Handel gekommen ist und wie er es eben so betreibt, sage ich mal. Wir hatten schon die Ehre bei dem IB Days, den Jörg hier mit dem Markus Gabel und dem Team des Live-Tradings damals begrüßen zu dürfen. Das war auch eine ganz runde Sache, muss ich sagen. Darum ist es mir auf jeden Fall eine Ehre, dass der Jörg hier am Start ist. Ich will kurz mal einen kleinen Soundcheck machen, einfach nur um zu schauen, ob das Headset vom Jörg läuft. Jörg, sag mal kurz was, damit wir dich auch hören können. Ja, ich bin jetzt on air. Oh yeah. Also nochmal Feedback. Ich habe ihn wunderbar gehört. Der Jörg ist sehr gut zu verstehen. Ich hoffe, bei euch ist es genauso. Und dann wollen wir mal gucken, was uns der Markt so beschert. Wir werden einfach so vorgehen, dass wir den Bildschirm immer mal hin und her schalten. Und wie gesagt, hier eine ganz entspannte Atmosphäre angehen, hier ohne irgendwelche Vorgaben und Zwang. Wir werden sehen, was der Markt uns bietet. Das machen wir ja ohnehin jeden Tag. Mein Fokus ist natürlich mehr so der Forex-Bereich selbst, damit arbeitet der Jörg, soweit ich weiß, ja auch, aber natürlich auch hier DAX-affin. Ich halte das Tierchen manchmal für ein Stück zu wild für mich persönlich, aber wenn der Jörg ihn bändigen kann, den DAX, dann ist das natürlich eine schöne Geschichte und das wollen wir uns mal ansehen. Wie gesagt, Jörg, wie sieht denn so dein Handelstag aus, wenn du dich vorbereitest, so rein pauschal mal? Vielleicht kann ich dich da direkt mal fragen. Also das heißt jetzt, wann beginnst du in der Regel so dich am Bildschirm zu setzen? Ich weiß, dass du jetzt nicht jeden Tag, also du nimmst dir die Zeit, die du brauchst dafür von den Frequenzen. Also du bist nicht jeden Tag hier von 8 bis 12 und dann irgendwie also so gefixt in den Zeiten. Aber so grundsätzlich, was ist da so deine Vorgehensweise vielleicht? Mal direkt ein kleines Feedback. Also gleich mal ins kalte Wasser schmeißen. Erstmal guten Morgen zusammen an alle. Chris, herzlichen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Freue mich sehr. Hat mehrere Gründe, warum ich mich freue, dass ich bei euch mit an Bord bin. Okay. Aber ich denke, da kommen wir im Laufe des Morgens noch mit dazu, wenn wir uns mit der Handelsplattform und den Kurse und der Ausführung und den ganzen Dingen noch beschäftigen. Jawohl. Da ist JFD ein Vorzeigebroker. Absolut. Aber kurz auf deine Frage drauf zurück, wie kam ich zum Handel und wie sieht mein Morgen so an für sich aus? Wie du eingangs gesagt hast, ich bin kein Vollzeithändler, sondern ich bin nach wie vor Hobbytrader, aber habe das Glück, dass ich aufgrund von meinem Beruf mir die Zeit recht frei einteilen kann. Und dadurch, wie du gesagt hast, ich hauptsächlich im kurzfristigen Bereich unterwegs bin, schneide ich mir natürlich oder versuche ich mir die Zeit rauszuschneiden, wo am allermeisten Traffic drin ist. Das ist dann morgens zwischen, ich sage jetzt mal, zwischen 9 und 11 und dann nachmittags die US-Session nochmal. Oftmals ist es so, dass ich tagsüber gar nicht zum Handeln komme, weil ich Termine habe oder einfach andere Dinge zu tun, die mich in Lohn und Brot sein lassen. Dann ist meistens so bei mir 20 Uhr, 20:30 Uhr bis 21:15 Uhr, 21:30 Uhr, wo ich mir nochmal einen Schirm setze und den DAO, der genauso ein komisches und schweres Tierchen ist wie der DAX, ja, irgendwie nicht zu überlisten, dazu wäre ich zu klein und das traue ich mir nicht zu. Okay. Aber die Spur zu lesen und mich mit der Rotte auf die Spur zu machen. Du hast es schon mal Das clever. ist so meine Thematik. Also von dem her, ich versuche nie gegen den Markt zu kämpfen, sondern ich versuche mir die Zeichen, die eigentlich der Markt mir gibt, mir rauszuschneiden. Ja, das ist genau richtig. Aber ich sag mal, da hast du natürlich auch deinen Weg gefunden und deine Zeit. Also ihr seht, liebe Webinar-Teilnehmer, wir steigen gleich mal an. Ich meine, wir haben jetzt gute 2 Stunden vor uns, aber wir werden unter Umständen auch mal 5 Minuten schweigen und einfach die Charts sprechen lassen. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich so, dass wir natürlich da immer auch interessiert sind, so ein bisschen, also ich sag mal, die Idee des Live-Events, das machen sicherlich viele andere Broker auch immer wieder mal so eingeschnitten hier, so ein Live-Training oder es gibt ja auch so eine Geschichte, wo die
die Leute 10 Minuten irgendwas machen. Aber ich sag mal, ich finde es ganz interessant, so war es zumindest auch bei mir damals. Ich hätte mir das immer gewünscht, mal so bei dem einen oder anderen Händler so hinter die Kulisse zu gucken und mal zu schauen, wie macht er das so. Es geht nicht darum, wirklich das Setup so offen zu legen, wie man genau vorgeht, obgleich selbst das überhaupt kein Problem wäre, weil jeder... Also man kann praktisch eine Handelsstrategie vorgefertigt jemanden hinlegen und man kann davon ausgehen, dass 90% der Teilnehmer trotzdem anders handeln letztlich. Also das heißt, am Ende wird sich da trotzdem die Streu von dem Weizen trennen und man muss da ganz klar sagen, wenn man sein Setup vorstellt oder auch seine Vorgehensweise oder überhaupt, dann ist es einfach nur interessant sozusagen mitzubekommen, wie der Marktteilnehmer, der jeweilige, ob eben Hobby oder Profi, da vorgeht, um einfach sich so ein paar Skills rauszuziehen. Und wenn es um ein Setup geht und er da nicht so ist, wie übrigens manche, viele andere auch, die einfach sagen, oh, das ist so ein bisschen mein heiliger Gral, das will ich nicht verraten. Sei es drum, letztlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass es eben profitable Setups gibt, die dann auch, wenn sie kommuniziert werden, trotzdem in der Regel eben schwer umgesetzt werden, weil es eben meistens zwischen den Schultern sitzt. Und da ist es eben so, wie du auch schon sagst, da muss man sich wirklich die Zeit nehmen, die man eben zur Verfügung hat und dann auch seine Zeit auch rausfinden, wann es einem am besten passt. Und du sagtest ja, 9 bis 11 ist auf jeden Fall auch von meinem Dafürhalten her, gerade am europäischen Markt oder auch ja, generell kommt der Londoner Markt, die European Session beginnt, da ist immer richtig viel was los und dann schläft das eben gegen 11 ein und witzigerweise hören wir ja so gegen 10:45 auf, um dann praktisch einfach ein Fazit zu ziehen, okay, was war heute los, ist was passiert, aber generell ist das natürlich ein Zeitfenster, was man sich, wenn man sich kurzfristig jetzt engagiert, auf jeden Fall fokussieren sollte, also gerade die European Eröffnung, der DAX-Start, der jetzt hier in 8 Minuten dann knapp beginnt, ist dann natürlich hier ein Thema. Und selbst so, guckst du mal auf den Kalender, was hier abgeht, so generell? Also, ja, also, da, also das heißt, die Handelseröffnung, die meine Tagesvorbereitung ist, ist natürlich ganz klar eine klassische Chartanalyse. Mhm. Das heißt, ich gucke mir das große Bild an, ich bin da so ein Anhänger vom Markus, was die Dow-Theorie angeht. Völlig legitim. Ja. Und natürlich gucke ich mir die Termine an, nicht mit dem Hintergrund, jetzt nachher irgendwie groß von der Fundamentalseite her an die ganze Thematik ranzugehen und daraus meine Ableitungen zu ziehen, sondern eher die Uhrzeit zu wissen, wann kommt Action in den Markt. Und viele sagen, wow, super, du als kurzfristiger Trader, du bist denn da bestimmt drin und du nimmst denn da bestimmt die 3, 4, 5, 6, 7, 10, 100 Punkte mit. Nee, genau nicht. Genau wenn Action ist, dann bin ich nämlich raus. Mhm. Weil es ist für mich undefinierbar. DAX knallt irgendwie 20 Punkte hoch und danach wieder 25 Punkte runter. Das kann ich mit meinem Setup, kann ich das nicht handeln. Und deswegen bleibe ich da draußen. Ja, das ist auch sehr vernünftig. Also das hatte ich auch beim letzten Live-Event dahingehend schon mal angesprochen. Man muss wirklich... Also ich sag mal, ich kenne ja den einen oder anderen Händler auch aus dem größeren Raum und da ist es einfach Uso, es sei denn, man hat irgendwelche Algos, die da versuchen, in der Volatilität, in der Spread-Ausdehnung zu den News irgendwas rauszuholen und sich zu positionieren, aber in der Regel steigen die meisten Händler spätestens 5 Minuten vorher, wenn sie dann noch Positionen haben, aus, weil wenn es denn zu den News kommt, dann ist es in der Regel Münzwurf, weil selbst wenn die Erwartungen erfüllt werden und eigentlich alles gut ist, kann es trotzdem ganz anders kommen. Also die Marktreaktion ist so unkalkulierbar und gerade wenn die Spreads aufgehen im Devisenbereich oder auch beim DAX, wenn da mal eben die Liquidität kurz zusammensackt und dann wieder sich aufbläht, das sind einfach Sachen, da kann man dann auch gleich ins Casino gehen, das hat mit seriösem Trading wenig zu tun, aber man sollte natürlich die Daten auf jeden Fall im Kopf haben. Und wenn du magst, Jörg, würde ich vielleicht dann in den nächsten Minuten kurz vor 9 dann so ein Stück weit mal zu dir schalten, dass wir mal gucken, was du da so, wenn du dich schon vorbereitet hast, vielleicht so aus dem DAX schon lesen konntest, wo du so sagst, okay, das ist so generell mal die Tendenz. Dann sage ich vielleicht noch was zum Forex-Markt. Ansonsten, wie gesagt, wir starten hier ganz läscher, meine lieben Teilnehmer. Wenn Sie wollen, können Sie hier in den Chat die Fragen, sieht jetzt der Jörg als solches nicht, aber die kann ich natürlich dann kommunizieren. Aber es ist schon mal ein herrliches Guten Morgen von vielen Teilnehmern gewünscht worden, was schon mal eine runde Sache ist. Also können wir schon mal geschmeidig durchstarten. Wir sind auch hier im dreistelligen Bereich unterwegs, also es sind viele Webinar-Teilnehmer am Start, also es freut mich auf jeden Fall. Wow, ja, ja, also ich muss sagen, das letzte Mal waren wir knapp drunter. Heute sind wir drüber und das ist wirklich also auch ein Zeichen dafür, dass das eigentlich ganz gut angenommen wird, was wir hier machen. Und da freue ich mich drauf, dass wir das auch weiter fortsetzen werden. Und ich denke, Jörg, mit deiner Erlaubnis werde ich dich gerne auch nochmal einladen, weil, wie gesagt, bist mir sympathisch schon aufgefallen in Frankfurt. Danke, danke. Ja, ich meine, das ist eine ganz klare Sache. Das muss auch irgendwie eine gute Chemie sein und ich kann mir gut davon vorstellen. Ja, das muss harmonieren, ne?
da weiter auch zusammenzuarbeiten, freut mich auf jeden Fall. Und wie gesagt, das ist natürlich eine Geschichte, wo man auch gerade, das ist ja nicht das Uninteressanteste, das letzte Mal ja auch die Martha, die übrigens heute auch zu Gast ist, die sozusagen von mir den Rainbow-Style so ein Stück adaptiert hat und auch erfolgreich umsetzt. Man höre und staune, es gibt eben wirklich viele, die dann eben so Setups auch adaptieren können, aber es ist eben dann eher die Minderheit, die es dann tatsächlich schafft, aber sie war eben dazu gegen du. Und das sind ja praktisch zwei Teilnehmer, die eben nicht Vollzeit aus dem Händlerbereich kommen. Und das ist eben gerade auch für die Zuschauer sehr interessant, eben Teilnehmer zu sehen, die das irgendwie in ihren Alltag einbauen und versuchen, da ihr Timeframe oder ihre Möglichkeiten auszunutzen. Und das ist natürlich ein riesiger Mehrwert. Und deswegen, Jörg, du weißt ja auch schon, neben dem Agena-Trader, den wir so ein Stück weit im Visier haben, denke ich mir, auch mit Markus zusammen ist das auf jeden Fall nicht der letzte Event, den wir da abfahren. Schön, also ich freue mich sehr drauf. Sehr gut. Sehr. Nein, es ist, als ich damals begonnen habe mit Trading, da war ich diese zwei Wochen bei Michael Vogt da, diese Trader-Ausbildung oder diese Markttechnik-Ausbildung damals. Und mein größter Wunsch war zum damaligen Zeitpunkt, ein Praktikum irgendwo machen zu können. Mhm. Und zwar, ich meine, es ist ja im normalen Alltag auch so, es ist ja egal, was ich lerne, wenn ich einen Job anfange, dann bin ich in einer gewissen Ausbildung drin und dann zeigt mir eigentlich kontinuierlich jemand, wie der Job funktioniert. Mhm. Und im Trading ist es ganz oft so, da ist so ein bisschen Trial and Error, da gucke ich mir 15 Webinare an, da gucke ich mir noch ein paar YouTube-Videos an, lese ein Buch und dann bin ich auf mich allein gestellt. Ich habe niemanden, der mir tagtäglich eigentlich sagt, du achte mal darauf, schau mal hier, guck das Setup, das hast du jetzt ein bisschen falsch gesehen. Deswegen ist es, glaube ich, so wichtig im Trading, diese kontinuierliche Weiterentwicklung, dadurch, dass wir alles großteils Autodidakte sind, dass genau solche Live-Events, dass Seminare, Live-Seminare, dass diese Webinare recht intensiv genutzt werden, weil du brauchst den Gedankeansatz von vielen anderen Tradern, wie man den Markt richtig deutet. Und das erlernst du meines Wissens oder meines Erachtens erlernst du das nicht einmal nur aus dem Buch. Da kannst du die Grundlagen, die Theorie dir aneignen, aber du musst es sehen und du musst es, die Interpretation der erfahrenen Leute ringsum, die brauchst du da dazu. Und deswegen, ich finde solche Live-Events finde ich super. Sowieso, wenn sie in lockeren, entspannten Rahmen sind wie hier, wenn es nicht darum geht, irgendwas zu verkaufen, sondern wenn es wirklich darum geht, die Märkte gemeinsam zu handeln. Einzufangen, zu handeln, ganz genau darum geht es. Soll ich dir den Bildschirm mal rübergeben? Jetzt haben wir noch 2:59. Magst du uns mal deinen Bildschirm zeigen und vielleicht eine kleine Einschätzung? Ich denke, da ist es immer ganz interessant. Fragen, wie gesagt, liebe Teilnehmer, können Sie hier reinschießen in den Chat, aber ich biete auch an, hier den auf unserem JFD Brokers Chat, das ist noch besser als hier in meinem Stream, hier in diesem Kundenchat dann hier auch Fragen zu stellen. Den habe ich eben, wie gesagt, die ganze Zeit auf. Ich schiebe das Ding am besten dann auch mal rüber auf einen separaten Bildschirm, damit ich da mal einen Blick drauf habe. Also wenn da noch Fragen sind, auch nach der ersten European Session, die wir jetzt haben, oder die ersten zwei Stunden, dass wir uns da ruhig auch nochmal austauschen können. Am Nachmittag, wie gesagt, ist auch ein Webinar geplant. Da weiß ich nicht ganz sicher, ob Jörg die Zeit hat, eben weil er sich da eben auch immer reinfinden muss. Jetzt ist die European Session eben interessant. Am Nachmittag kann es sein, dass wir da eine Single-Show machen, dass ich da allein bin. Und wie gesagt, das muss dann auch nicht unbedingt zwei Stunden geben, wenn der Markt das nicht hergibt. Das nur mal so als Info. Aber jetzt wollen wir gleich mal zum Jörg schalten. Ich würde sagen, ich bin bei dir. Ich bin auch heute Nachmittag gerne bei dir. Meine Güte, das ist Ich habe mir das jetzt so geklickt, das ist kein Problem. Hut ab. Dann sage ich schon mal danke vorab dafür. Prima. Also echt vielen Dank. Jetzt gebe ich dir mit dem Bildschirm mal rüber. Schau mal, ob das funktioniert. Müsstest du einfach nur annehmen. Dann geht's los. Mein Bildschirm übertragen. Exakt. Pass auf, dass das richtig ist. Ne? Ach, da muss ich. Ja, ja, genau. Wo schalte ich jetzt Bildschirm wieder um? Ah, Hauptbildschirm, Bildschirm 2. Genau, das suchst du jetzt aus. Ich nehme dich dann wieder zurück, wenn du sagst, hey, ich bin jetzt satt oder habe jetzt was anderes oder ich habe was. Seht ihr jetzt meine Handelsplattform? Perfekt, perfekt. Seht ihr? Ja. Okay, super. Super. Okay. Wunderbar. Ich sehe auch, du hast doch gerade Metatrader schon aufgemacht, du. Ja, selbstverständlich. Das war ja für mich auch so eine Challenge. Ich bin ja sehr, sehr Agena-Trader-lastig. als wir dann da zu den IP-Days, da habe ich mich das erste Mal mit dem Metatrader auseinandergesetzt. Komme aber mittlerweile extrem gut mit dem zurecht. Guck mal, was da passiert. Da hätte man direkt die Eröffnung verkaufen können, wie ich das gerade so sehe. Ganz interessant. Ganz interessant. Da knallt es erstmal nach unten durch.
Naja, aber schau mal, beispielsweise, also eine Morgensession handle ich meistens entweder den Euro-US-Dollar oder den DAX. Und mein Desk sieht so aus, ich brauche für mich letztendlich drei Timeframes, das ist die Minute, das ist der 5 Minuten und das ist der Stundenchart. Maßgeblich mein Handelschart ist aber hier der 1 Minuten in Heike-Nashi-Darstellung. Aber meine Analyse, die ziehe ich trotzdem klassisch erstmal über das große Bild. Das ist für mich das Relevante. Im kurzfristigen Teil, das ist die Stunde. Und ich zeichne mir da immer so ganz grob die Trends ein. Vorteil ist natürlich, wenn wir auch zukünftig denn das Thema mit dem China-Trader haben, dann haben wir hier das alles schon schön drin. Aber da denke, da gehen wir jetzt heute weniger drauf ein. Was ich ganz klar sehe, der Abwärtstrend auf die Stunde ist nach wie vor intakt, der große. Wir haben hier die etwas größere Korrekturzone. Die Korrektur hier unten, die lief letztendlich, die untergeordnete Korrektur lief in einem Trend. Und auch dieser Trend wurde gestern, was ist denn das, 19 Uhr abends. Na gut, das war. So Nachsession. Aber auf jeden Fall, dieser Trend ist für mich eindeutig gebrochen. Und somit suche ich heute meine Chancen auf der Short-Seite. Ganz Und einfach geschlussfolgert sozusagen, ohne großes Hexenwerk. ja, also ich finde sowieso, also ich handle jetzt seit 2007 eigentlich sehr, sehr intensiv mit verschiedenen Erfolgs- und Misserfolgsphasen. Weil ich natürlich auch ganz viel ausprobiert habe. Das ist so jeder Händler, also ich weiß nicht, ob es jedem Browser gleich geht, aber mir ging es so. Ich habe ganz viel versucht und versucht, so meinen Weg zu finden und irgendwann kam ich dann auf dieses kurzfristige Handeln. Das mache ich jetzt so seit ja, 2, 2,5 Jahren. Mit dem Heike-Nashi, da bin ich erst vor einem Jahr, knapp ja, eineinhalb drauf gestoßen. Und ich fühle mich da damit so wohl, weil mir das eigentlich genau alles gibt, was ich möchte. Ich habe festgestellt, dass ich mich unwohl fühle, wenn ich Positionen im Markt habe und nicht am Schirm sitze. Und dann war ich ständig am Handy. Ja? Und dann bist du irgendwie im Auto unterwegs und dann guckst du, checkst du wieder die Kurse und so, bist wieder abgelenkt. Und das sind so diese ganzen Dinge. Ich sitze mehr im Termin drin oder ein Kunde ruft mich an und letztendlich habe ich parallel dazu einen Schirm offen, um die Kurse zu kontrollieren. Das ist alles nichts, das ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Von dem her, meine Philosophie ist immer die, mach eins und mach das richtig. Also so Konzentration auf das Wesentliche. Und diese Konzentration aufs Wesentliche habe ich halt im kurzfristigen Handel gefunden, weil wenn ich jetzt vor dem Schirm sitze, dann weiß ich jetzt genau, ich habe mir jetzt die 2 Stunden Zeit rausgeschnitten. Da ist mein Telefon tot, da läuft das Telefon läuft weiter auf die Sekretärin, alles war bene soweit. Ich kann mich voll auf die Charts konzentrieren. Und wenn ich nicht am Rechner sitze, dann habe ich auch keine Position offen. Dann habe ich den Kopf frei für andere Dinge. Sehr gut, sehr gut. Für, sei es Familie oder sonst irgendwas. Ja. Was, aber Okay, also. shoot, Bitte? you have it. Gehe ich nachher nochmal drauf an, aber elementar wichtig, was du gesagt hast. Aber Attacke, DAX jetzt erstmal so, siehst du da so einen kleinen Support, wo da gerade rumeiert? Also nach dem ersten, der Witz ist ja, trotz der nachbörslichen Session, wo du gesagt hast, da sind wir jetzt nachbörslich in der Indikation unterwegs. Ich meine, der DAX, selbst der Xetra ist ja jetzt dann mit dem Gap Down gestartet. Also ich meine, ist immer so eine Sache, nimmt man die Indikation, die 24 Stunden, nimmt man nur dies oder jenes, da gehen dann ein bisschen die Meinung auseinander. Faktisch ist natürlich, wenn man jetzt mit Indikatoren arbeitet, ist natürlich so eine 24-Stunden-Indikation ein Stück weit schwierig, weil in der Nacht die Indikatoren der Ermangelung der Bewegung dann teilweise eben ihre Relevanz verlieren an Signalfähigkeiten. Und dein Chart ist ja im Sinne des Markttechnik-Styles völlig frei von Indikatoren. Du konzentrierst dich dann nur auf die Preise und bist da sozusagen Richtig. auch gar nicht abhängig von irgendwelchen Sachen. Und insofern ist es schon interessant auch zu sehen, was ist in der Nacht passiert in der Indikation, ne? Absolut. Also ob ich jetzt wirklich dann nachher die Kassakurse nehme und sehe, dass da ein riesen Gap drin ist, oder ob ich jetzt hier diese Indikation vor mir habe, das Ergebnis ist das gleiche. Ich sehe, dass es abwärts geht. So ist es. Und das ist für mich das alles Entscheidende. Ich höre oft zu interpretieren und aufgrund mit zu vielen Indikatoren nachher
irgendwelche Ableitungen da hervorzuziehen. Und so kam ich irgendwann mal auf diese Heike-Nashi-Chart-Darstellung, die ja eine veränderte Chart-Darstellung der klassischen Candle ist. Korrekt. Das heißt, also die Heike-Nashi-Berechnung bezieht ja die Kurse der Vorperiode noch mit ein und glättet dadurch den Trend. Und ich meine, wie man hier schon schön sehen kann, ich meine, wir haben hier beispielsweise klassisch den 1-Minute-Candle-Chart und wir haben hier den 1-Minute-Heike-Nashi-Chart. Ich meine, da ist allein aufgrund der Farbgebung und aufgrund der Kerzen schon ein viel, viel eindeutigeres Bild. Und das ist eigentlich genau das, was ich im kurzfristigen Handel haben möchte. Und das ist so mein Mehrwert, den ich aus den Heike-Nashi-Kerzen eigentlich hier rausziehe. Das natürlich immer zur Markteröffnung, wenn ein Gap da ist, dass das eine extreme Verfälschung darstellt. Wie wir es jetzt auch hier sehen in den Eröffnungskursen oder in den Eröffnungsminuten von den Heike-Nashi. Ich denke, das ist klar, aber was eindeutig ist, ist, das Ding ging Richtung Süden. So, das ist das alles Entscheidende. Und mein Ansatz, den ich hier handle, der ist, wenn eine Bewegung stattgefunden hat und die Bewegung aus meiner Sicht war jetzt die hier, dann ist es wie so ein Sportexpander, wie so ein Gummiband. Das heißt, dieses Band ist in dem Moment extrem gezogen und irgendwann zwangsläufig, wenn zu viel Druck auf diesem Band drauf ist, dann wird es zurückschnallen. Also das heißt, da muss zwangsläufig die Spannung wieder raus. Und genau das ist mein Ansatz, den ich hier handle. Ich schaue eigentlich immer, wo sind diese starken Bewegungen, diese starke Überdehnung und wo kommt Druck auf den Markt. Und das sieht man beispielsweise schön hier unten. Ja, da gibt es keine tieferen Tiefs. Die Heike-Nashi-Kerzen sind da irgendwann mal am Ende der Kräfte und dann kommt jetzt hier die Gegenbewegung. Die nehme ich jetzt noch nicht, weil es ist mir echt zu früh, vor allen Dingen, wenn das Ding gleich hier runterknallt ist. Ich möchte ein klares, sauberes Bild haben. Und ich bin ein ganz, ganz ein visueller Typ. Das heißt also, das Setup, das ich handle, das muss mir eindeutig ins Auge fallen. Dann drücke ich drauf. Und dann drücke ich verdammt gerne drauf. Warum ich jetzt hier nicht drauf gedrückt habe, long, möchte ich auch gerne erklären. Klar. Und zwar, wenn man sieht, ich mache das hier mal weg. Wenn man sieht, wir haben hier eine eindeutig wunderschöne Abwärtsbewegung. Und die erste Korrekturkerze, die ich hier habe, die hat hier einen Körper, ich sage jetzt mal von 9,98 bis 9,97. Also das Ding sind 17 Punkte. Das ist mir, ehrlich gesagt, das ist mir zu groß. Was ich gerne hier sehen möchte, ist eine starke Bewegung und dann immer kleiner werdende Kerzen, sodass ich wirklich sehe, okay, der Druck geht hier aus dem Markt raus und die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass ich eine Gegenbewegung habe. Und je kleiner die Kerzen hier werden, desto sanfter und smoother ist eigentlich mein Einstieg. Und vor allen Dingen, ich arbeite auch bei dem Setup mit Stops. Mein Stop kommt immer auf das letzte Tief. Und so habe ich eine viel besseres Chancen-Risiko-Verhältnis. Ich arbeite nicht mit CRVs in Form von 1:2 oder 1:3. Ah, ist auch ein interessanter Ansatz, muss ich sagen, dass das so ein Stück anders eben ist. Aber lass mal hören. Ja, in der Regel, wenn ihr seht, also hier vorne in dem Mini-Terminal, was ich genial finde bei JFD, es gibt nur echt gute Indikatoren beim Metatrader, die das Trading echt toll machen. Aber bei diesem Mini-Terminal kann ich ja mein Setup eigentlich vorher schon einstellen. Und ihr seht, ich habe hier jetzt einen Trailing-Stop mit 20 Punkte und Take-Profit mit 10. Also ich drehe den ganzen Spieß um. Warum drehe ich ihn um? Ich lasse das Ding so oder so nie in den Stop reinlaufen. Ich lasse es nie in 20 Punkte reinlaufen. Das ist sozusagen ein Worst-Case-Stop sozusagen, oder?
So ist es, genau. Das ist mein Katastrophenstopp und den Katastrophenstopp wähle ich sogar so, dass er mir hinterherläuft, wenn der Kurs für mich läuft. Aber mein Target-Tier sind in der Regel 10 Punkte und das heißt, ich gehe von einem CAV von 1,1 aus. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall auch eine große oder eine hohe Trefferquote oder eine höhere als 50, um da auch überhaupt profitabel zu sein, ne? Ganz genau, ganz genau. Und das ist für mich auch okay, dass ich eine höhere Trefferquote als 50% brauche. Wenn ich blind einfach nur jedes Setup nehmen würde, dann würde mir die Trefferquote, die ich habe, die würde mir nicht reichen. Wenn du aber diszipliniert auf deine Setups wartest, und da haben wir jetzt das beste Beispiel, wenn wir da grün drauf gedrückt hätten, da wären wir plus minus null nur wieder rausgekommen. Das hätte jetzt hier überhaupt nichts gebracht. Der Markt schmiert gleich wieder ab nach unten. Auch hier diesen Short zu handeln, wäre es für mich jetzt leider nicht gewesen, weil die erste rote Kerze für mich schon wieder viel zu groß ist. Also da ist jetzt, ehrlich gesagt, da ist jetzt für mich zu viel Action drin. Was ich möchte oder was für mich die Traumsituationen sind mit meinem Heikki-Nashi-Setup, ist eigentlich ein schöner, entspannter Trendmarkt und nicht diese kontinuierlichen Up and Downs. Da ist der Heiko. Ist da extrem zu Hause. Heiko Behrens, der nimmt solche Dinger da liebend gern mit. Ich bin eher der, so der schöne, geschwungene, wenn dann schöne, geschwungene Trend läuft, so ein konstanter Trend, da bin ich, da kann ich mit meinem Heikki-Nashi-Setup zu 100% punkten. Ja, ich habe die Heikki-Nashis habe ich ja auch recht, also für mich war es ähnlich, wie du es gerade beschrieben hast. Die Kerzen haben mir da auch den Chart so verdeutlicht, also sag mal, in so einer Klarheit rübergebracht, um den Markt da hier zu handeln. Ich meine, wer auf Gaps steht, ist vielleicht weniger zufrieden, ja, aber eben mit der Simplifizierung des Charts, eben mit den Farben, du sagtest ja schon, du guckst dir den Chart an, welche Kerzen sind größer und welche Farbe dominiert, und dann brauchst du schon ohne Firlefanz keine Information mehr, wie jetzt die Trendrichtung tendenziell ist, ja. Und das ist natürlich eine ganz tolle Geschichte, zumal es ja auch keine 50 verschiedene Interpretationen der Kerzenausprägung gibt, ja, sondern du hast eben deine neutrale, bullische und bärische Kerze. Und das ist natürlich eine Sache, Genau. die das Trading eben dann eben vereinfacht, weil es eben nicht so hochkompliziert aufgebaut wird. Und das ist natürlich schon ein witziges Gimmick. Man sieht aber eben, der DAX jetzt hier, was haben wir jetzt hier, eine knappe Viertelstunde, 13 Minuten nach Start. Also die Trendtendenz ist schon stark, aber der Markt wehrt sich so ein Stück weiter zu fallen, sehen wir ja gerade, ne? Ja, richtig, richtig. Deswegen, also das Entscheidendste für mich war, was mich sehr profitabel gemacht hat, war die Seitenlinie. Ah, Also, sicher. kennst du die? Klar. Kennst du die Seitenlinie? Hohe, das Ja, das ist, erfordert hohe wenn Disziplin, ne? du, ja, wenn du nicht das Gefühl hast, ständig mit dabei zu sein. Und jetzt kommt eigentlich der Schwachsinn. Ich bin kurzfristiger Händler, handle im 1-Minuten-Chart und stehe ganz oft an der Seitenlinie. Jetzt stell dir mal vor, ich wäre ein Stundenhändler oder ich wäre ein Tageshändler. Na. Da stehe ja 2 Wochen an der Seitenlinie, bis ich überhaupt einen Trade mache. Das ist nichts für mich. Also von dem her, wenn ich am Tag, in der Regel mache ich, was weiß ich, 10, 15 Trades, wenn es gut läuft. Es kann aber mal sein, dass ich nur 5 oder 6 mache. Sowas wie jetzt hier die erste Viertelstunde, da mache ich gar nichts. Da darf ich nichts machen. Also natürlich Erfahrungswerte, die man da braucht. Sag mal, das ist gerade für die Einsteiger relativ die Herausforderung. Ging mir aber genauso. Also ich sag mal, wenn man da anfängt, so Kurse flackern, es blinkert, es gibt Bewegung, Feuer frei und on the market, ne? Aber das natürlich da, die eigentliche Königsdisziplin ist halt wirklich das sagt ihr auch. Der Micha muss man ja direkt mal interpretieren, dass man eben nicht interpretieren soll, ja, sondern suchen und finden. Ja. Und wenn man da eben eine Übereinstimmung im Chart hat und sagt, hey, das ist jetzt ein Setup, das gefällt mir, dann ist das ein Punkt, wo man sagt, okay, da gehe ich jetzt rein. Der Julius schreibt aber gerade, vielleicht ganz interessant, das werfe ich gleich mal ein, Julius, mit deiner Info hier gerade aus dem Chat. Und zwar sagt er so, erstmal guten Morgen. Er sagt aber, meines Erachtens nach, die Trendmärkte tradet man nicht so. Diese fährt man in der gleichen Richtung, eventuell mit Unterbrechung, aber traden ist das nicht.
Das ist natürlich eine Ansage, die, wenn dann von einem kommt, der eher so die Counter-Trades erwischt, ja, der also hier so praktisch die Ranges versucht zu handeln, dass die Märkte generell natürlich nicht immer trendig sind, das ist natürlich Fakt. Das führt aber auch genau zu der Aussage, die der Jörg gerade getroffen hat, dass man eben dann hier häufiger in der Seitwärtsphase ist, und dann eben zuschaut und sich eben fernhält. Ja. Hingegen ein Range-Trader, gerade jetzt hier haben wir auch eine kleine Range beim DAX, der versucht hier die Oberkante mitzunehmen nach unten, die Unterkante nach oben wieder oder dann eben den Ausbruch zu handeln. Aber trendfolgend gehört sich da hier eine ganz gehörige Disziplin mit an den Tag gebracht, dass man eben wirklich sagt, okay, ich warte jetzt hier auf einen Impuls, der die Wahrscheinlichkeit hat einer Trendfortsetzung. Und das ist im Prinzip genau das, wo du eben wieder den Kreis schließen musst, dass man hier ein gehöriges Portionchen Disziplin braucht, hier nicht überaktiv zu werden, Overtrading, gerade wenn du einen Minutenchart handelst. Ich meine, die Signalfarben wechseln theoretisch, wie jetzt, da sehen wir auch ein Stück weit im Minutentakt hier hin und her, ja. Und da ist natürlich die Sache, wo positionierst du dich jetzt? Bei den Heike-Naschi-Kerzen schön zu sehen, hier die letzten zwei roten, so der absoluten Doji-Umkehrkerzen, jetzt kommt der DAX ein Stück ganz hoch ran. Da muss man jetzt mal gucken, wo er sich jetzt einpendelt, so ein Stück weit. Ja, aber der übergeordnete Trend, der ist ja eher short. Jetzt sind wir so in einen Widerstandsbereich gelaufen und jetzt muss man eben mal sehen, wie der DAX sich jetzt weiter aufblustert letztlich, ne? Ja, also ich meine, das sind ja verschiedene Handelsansätze. Also wenn wir uns hier klassisch den 1-Minuten-Chart anschauen, dann kann ich, das sehe ich natürlich auch, diese Range, die sich hier aufgebaut hat, wer die handeln möchte, der kann das ja gerne tun. Das ist ja alles safe. Aber meins ist es halt nicht. Also genau. Deswegen finde ich so jeden Tierchen sein Pläsierchen. Richtig. Wenn wir alle wirklich auch, sage ich mal, copyright-technisch dasselbe handeln würde, würde der Markt in sich ja auch gar nicht mehr funktionieren. Das heißt, man handelt ja verschiedene Ziele, Ansätze, Methoden. Aber wichtig ist, das ist ja auch wichtig, wo du sagtest, so ein Stück weit eben das zu finden, was dir liegt. Ja, und ich meine, wenn du mit einen statistischen Erwartungswert dein System kennst, wo du eben sagst, du hast einen Worst-Case-Stop, willst aber eben deine schnellen 10 Punkte oder je nach Kerzenformation dann eher raus oder eher rein, dann natürlich aktiv werden. Das ist natürlich eine Geschichte, die man hier wirklich dann eben auch erfahren muss für sich und seine Erfahrungswerte oder auch, ich nenne sie mal Erwartungswert, hier explizit braucht. Und da habe ich eine ganz wichtige Information, meine lieben Teilnehmer, auch für dich vielleicht interessant, Jörg. Wir werden in Kürze, es gibt schon ein Tool aus unserer JFD Wealth Abteilung in Frankreich, also die Vermögensverwaltung, und da haben wir ein Tool, das wollen wir unseren Tradern zur Verfügung stellen. Und zwar ist es so, dass man nach Wunsch, wenn man das nutzen will, sein Konto, also MyFXbook kennt vielleicht der ein oder andere, ja, da kann man ja Statistiken noch und nöcher fahren mit seinem Trading-Setup, also welcher Wochentag, in welcher Stunde bin ich am profitabelsten, welche Underlyings handle ich, und diese Software, die macht genau das Gleiche, also man kann hier wirklich seine Trading-Skills analysieren, da sollte man natürlich so 30 bis, ich sag mal, 100 eher noch viel mehr Trades absolviert haben, nach einer bestimmten Systematik. Und das System sagt dann auch nach der Auswertung, wo zum Beispiel auch hier Verbesserungsansätze sind. Ja? Also im CRV, in der Stoppsetzung, wie kann man das System optimieren, und das macht ein Algorithmus. Und das ist was, was wir unseren Kunden, weil ja unser Bestreben, und das muss man an dieser Stelle jetzt mal nochmal ganz klar nach vorne bringen, wir als JFD Brokers verdienen nur, wenn der Kunde auch erfolgreich ist. Das ist komplett anders als bei anderen Brokern, die eben dann hier als Market Maker ausgehen an den Markt, ja, da muss man hier nochmal genau das darstellen, was da ein großer Unterschied ist. Jörg, wenn du was hast, ruf einfach rein. Ja, ich melde mich. Ich sage, wir lassen mal kurz deinen Stream noch drauf. Der Punkt ist, Sie müssen verstehen, wenn Sie einen Broker haben, der Market Maker ist, Ihr Verlust ist der Gewinn des Brokers. Das heißt, die Order wird nicht an den Markt transportiert, sondern die Order bleibt in-house. Da gibt es im Prinzip einen Dealing Desk, der nimmt Ihre Order auf. Die wird im Haus gehalten, und wenn Sie verlieren, was statistisch leider Gottes der Fall ist, deswegen gibt es ja den positiven Erwartungswert der Broker, die Market Maker sind und das Präferenz eben auch bedienen, der Broker verdient Commission, Spread und verdient noch an ihren Verlusten, und das ist natürlich ein Interessenskonflikt, den können wir bei JFD Brokers überhaupt nicht vertreten, was auch der Grund dessen ist, warum wir eben gesagt haben, wir wollen A, eine ganz andere Richtung gehen, und wir wollen die Trader oder die Leute auch erfolgreich machen, weil eben der Verlust des Kunden also nicht unser Verlust ist, das spielt keine Rolle, weil wir die Orders durch den Markt gehen lassen, aber wenn der Kunde erfolgreich ist,
profitieren wir auch von der Handelskommission, von dem, dass er eben mehr handelt, aktiv handelt und einfach erfolgreich ist. Und das ist natürlich eine Symbiose, wo wir sagen, wir wollen den Tradern auch was an die Hand geben, um hier aktiv zu sein, um eben am Markt auch ganz klar profitieren zu können. Und das ist so ein Tool neben dem Webinar, was wir jetzt hier eingeführt haben, auch mit dir, Jörg, ist es eben ein Punkt, wo wir einfach den Markt weiter transparent aufreißen wollen und hier mehr nach vorne gehen. Im Übrigen habe ich aus 3 Dollar US-Dollar Short eine Position gerade gestartet. Da kann ich den Stream dann auch gleich mal rausholen. Wenn du noch inaktiv bist, erzähle ich dann kurz was zur Strategie, warum ich das gemacht habe. Aber nebenbei jetzt, der Punkt ist einfach, Sie müssen wirklich verstehen lernen, dass es eben auch ganz wichtig ist, dass Sie mit dem richtigen Handelspartner arbeiten. Ja? Und das kann man an der Stelle nur unterstreichen. Du sagtest ja auch, Jörg, dass du da die Lanze gebrochen hast und froh bist, bei JFD da auch einen, auch da das kennengelernt zu haben, und freut mich, dass das natürlich das Feedback trifft. Und wir haben ja in der Regel, das ist ja jetzt auch nicht dahergesprochen, in der Regel, sage ich mal, fortgeschrittene Trader bei uns, die über den dritten, vierten Broker und den Erfahrungen eben dann eben sich die Frage gestellt haben, wo werde ich eigentlich fair ausgeführt? Bin ich hier, sage ich mal, am realen Markt oder bin ich hier so ein Stück weit im Casino-Modell, sprich der Broker handelt gegen mich, für mich, oder was findet da eigentlich statt? Und das sind Fragen, die stellt man sich eigentlich am Anfang überhaupt nicht. Ja, man kennt auch die Broker, die dann eben hier mit Prämien locken, ne? Zahlen sie 500 Euro ein, nochmal 100 Euro, 200 Euro obendrauf. Ja, das freut einen natürlich. Oder ein iPad. Oder ein iPad. Man kriegt sozusagen eine Prämie oder noch ein Handelsgoodie obendrauf. Doch, meine lieben Zuschauer, machen wir uns nichts vor. Das, was Sie da einzahlen, das wird der Broker komplett verdienen. Ja, also die Verluste, die Sie machen, die nimmt der Broker ein. Und das, was er als Gimmick rauswirft, das bekommt er 2-3 Mal zurück. Und das ist natürlich eine Geschichte, wo man sagen muss, das ist fern jeglicher Handelsrealität. Aber letztlich schauen wir mal, was hier noch weiter abgeht, und jetzt wollen wir mal den Markt uns mal kurz zu Gemüte führen. Ich werde mal kurz den Bildschirm umschalten und kurz was erklären, warum ich jetzt in Australien das gehandelt habe. Letztlich ist es so, dass wir ein neues Tief gemacht haben. Wir haben jetzt gesehen, was interessant ist, der DAX hat ja jetzt ein neues Tief gemacht. Wir sehen also hier die Korrelation, dass eine US-Dollar Stärke sozusagen hier wieder auf den DAX entsprechend jetzt schwach einwirkt. Das ist ganz interessant. Aber ich will euch jetzt mal zeigen, jetzt muss ich mal den Desktop direkt mal rüberholen. Wie war denn das gleich noch? Moment. Ich glaub, muss ich auf Bildschirm übertragen beenden? Nee, was auf, geht alles, kann alles der Chris von hier machen. Okay. So, jetzt ist es, glaube ich, soweit. Jetzt muss ich noch kurz warten, bis der Bildschirm übertragen wird. Der Trade läuft auch direkt gut an, das ist nicht schlecht. Gut, aber kann eben auch alles anders kommen. So, oh, das geht jetzt direkt in die richtige Richtung. Hoppala, jetzt muss ich mal sehen, dass ich den Desktop hier runterschiebe. Also ich bin jetzt im 5-Minuten-Chart aktiv. Ja, das ist ein Zeitframe. Also eigentlich mag ich 15 Minuten und 30 Minuten. Aber ich habe jetzt seit Anfang des Jahres, auch aufgrund dessen, dass die Volatilität an den Forex-Märkten ein Stück weit schwierig ist, das Ganze ein Stück weit umgekehrt. So, hätte auch einfach den Bildschirm screen können oder teilen können. So, also jetzt gibt es erstmal einen Farbflash, meine lieben Leute. Ne? Für alle, die den Rainbow lieben, die werden jetzt erstmal hier ihr Eldorado finden. Alle anderen sind erstmal geschockt, was das hier für ein Chart ist. Rainbow-Prinzip hatten wir in der letzten Woche schon durchgesprochen. Ja, ganz klar, wir versuchen Momentum einzufangen. Das machen wir hier, indem wir sehen, wo der Rainbow aufgefächert ist. Das ist hier diese obere Struktur. Da sehen wir sehr schön, das ist eine klare Rainbow-Tendenz. Das heißt, alle Trader mittelfristig, kurzfristig, langfristig blasen hier in eine Richtung. Und hier haben wir die Asia-Session, die Range, okay, und da ging es heute Morgen schon hier los, aus der Asia-Session raus. Es wurde hier schon ein neues Tagestief gemacht. Wir haben auch es nicht geschafft, hier sehen Sie auch noch das Vortagestief, das Vorwochentief. Grundsätzlich also hier die Intention erstmal die, dass das Momentum negativ ist, ja, und da ist es so, dass ich dann in dem Fall auch wie du vom Ansatz her trendfolgend in dem Fall primär nur den Short suche, also auch hier versuche mit dem Momentum, mit dem Trendimpuls zu gehen. Und wenn natürlich der Rainbow hier, 5-Minuten-Chart ist sehr aggressiv, keine Frage, aber wenn der negativ aufgefächert ist und der macht ein neues Tief, der Preis, dann ist das für mich natürlich eine Indikation zu sagen, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass der Markt weiterfällt, ist höher, als dass er umkehrt jetzt, und das ist eben der Trendfolgeansatz. Und mit dem neuen Tief, das es hier dann gab, also es war genau die Eröffnung hier, European Eröffnung, es ging direkt mal runter, dann hat er so ein bisschen den Seitwärtslauf wie der DAX gemacht, und als dann eben hier diese Kerze runterging, übrigens, Jörg, ich habe hier die MACD-Kerzen, auch ein witziges Feature, das heißt, auch die haben so eine Art Färbungsvariante, weil die den MACD in sich integriert haben. Also es gibt auch hier bullische, bärische und, ich sag's mal so, neutrale Kerzen. Und
Der Witz ist hier, dass man dann auch sozusagen mit den Farben, ähnlich dem Heike-Naschi-Stil, dann auch relativ leicht identifizieren kann, wo es hingeht, aber gleichzeitig eben auch noch das Candlestick-Muster sieht. Und hier sieht man eben so eine kleine Schwäche in der 5-Minuten-Kerze. Insofern die Intention, dass es wohl zu einem Ausbruch nach unten kommt, meine Idee. Und im Prinzip habe ich dann eben abgefeuert. Zudem, das Gimmick, das hatte ich das letzte Mal auch schon gezeigt, hier im Chart, das zeige ich Ihnen jetzt auch gleich mal. Jetzt wollen wir mal gucken, dass das hier läuft. Irgendwie, ich muss mal ein paar Metadata schließen. Auf was ich achte, ist die Währungsstärke auch. Ein ganz spezieller Ansatz dahingehend, den Markt hier sozusagen zu covern. Ist auch eine Methodik, die hier ein Stück weit den Rainbow auch noch transparenter macht. Also einmal setzt man hier die Trendrichtung, andererseits sehe ich hier unten eben, wie die Währungsströme sind. Okay, also wir haben hier die großen 8 Major-Währungen. Sie sehen es, US-Dollar, Euro, Britisch Pfund, Australdollar, Neuseeland, Dollar, Schweizer Franken, Kanadisch Dollar, Yen. Das sind die Big Player. Und hier oben haben wir alle 28 Paare gecrossed miteinander. Also das heißt, hier schaue ich im Prinzip nach der Währungsstärke. Starke Währung oben, schwache Währung unten. Und hier hat man auch sehr schön gesehen, schauen Sie das an, das ist der Australdollar im 4-Stunden-Chart. Das ist der Australdollar im Stundenchart. Das blaue ist der US-Dollar im Stundenchart und hier der blaue der US-Dollar im 4-Stunden-Chart. Das zeigt mir, dass die großen Kapitalströme der einzelnen Währungen eben hier divergieren, auseinandergehen. Okay? Und wenn ich dann im Rainbow eben auch eine Tendenz sehe und dann auch ein neues Tief gemacht wird, ja, dann spiele ich Wahrscheinlichkeiten. Und da ist einfach die Idee die, dass ich versuche, mit dem Trend, mit dem Trendmomentum hier den Markt einzufangen. Wir sehen aktuell, der US-Dollar hier im kurzfristigen Zeitfenster ist jetzt wieder ein Stück weit neutral, deswegen ist er nicht weiter gefallen, ist aber nicht weiter schlimm. Jetzt muss man einfach abwarten, ob es tatsächlich für neue Tiefs reicht oder eben der Markt hier zurückschnippt. Selbst wenn das passieren sollte, ist das eben leider Bestandteil des Tradings, denn da ich mit Trefferquoten so, das schwankt wirklich je nach Setup im Bereich um 50 bis 60% mittlerweile arbeite. Der reine Trendfolgeansatz ist deutlich unter 50%. Ich habe das aber in der letzten Zeit ein Stück weit verbessert, eben im Sinne dessen, dass ich hier die Trendstärke-Indikation noch dazu nehme, um sozusagen noch mehr zu filtern. Das heißt, es gibt hier wirkliche Momentumansätze im Rainbow, wo es eben heißt, das Momentum ist negativ, der Markt müsste fallen. Dann sehe ich aber, dass das große Kapital, also der einzelnen Währungsströme, hier letztlich nicht das Momentum unterstützt. Und das führte dazu, dass ich dann den ein oder anderen Trade, den ich früher rein nach dem Trendfolgeprinzip abgefeuert habe, eben so lasse. Und das hat tatsächlich zur Erhöhung der Trefferquote geführt. Und das, obwohl ich hier in einer gewissen Art trendfolgend aktiv bin. Das ist ganz interessant. So, Webinar wird übrigens aufgezeichnet, um die Frage gleich mal zu beantworten. Jetzt muss ich mal gucken, jetzt haben wir hier einige Frage. Frage, 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 Schmetterlingsformation, eieiei, also Fibonacci mit Harmony Pattern, das ist natürlich ein ganz spezielles Thema, da können wir auch mal ein Webinar zu machen, gar keine Frage, sicherlich auch mal interessant, aber das geht dann schon in Richtung, ich will nicht sagen esoterisch, aber das ist dann doch schon ein Stück weit, wo man ja mit Fibonacci Retracements, mit Fibonacci Extensions da eben wirklich ja, ein Stück Harmonie und ein Stück viel Zeichnerei in den Chart machen muss. Das ist jetzt weniger was fürs Intraday-Trading, muss man ganz klar sagen. Ne? Also hast du schon mal was von den Harmonie-Pattern gehört, Jörg? Nee. Kennst du gar nicht? Nee. dann sei es... Oh, also ich möchte ja nicht zu nahe treten. So ein Chart wäre für mich, den du da hast, diese MACD-Kerze, die finde ich ganz spannend. Da sollte man es wirklich mal näher drüber unterhalten. Aber ansonsten ist mir das zu komplex, ehrlich da. Ja, das ist mir völlig klar. Das ist aber auch eine Sache, wie gesagt, da bin ich sensibilisiert. Ich sehe das gar nicht mehr so bunt und wild. Das ist, ich sag mal, das Auge, also ich muss ganz klar sagen, ich sagte ja schon, als ich das rübergeschoben habe, erstmal ist es hier eh sehr bunt wegen den Farben, ne? Also ist ganz klar, wobei ich aber auch sagen muss, ich habe ja auch eine Trading Station, also das läuft neben meiner Arbeitsstation links neben mir alles ab und ich betrachte da sozusagen nicht dauerhaft den Bildschirm. Im Prinzip hier diese Währungsströme, das ist eigentlich das Entscheidende und dann wird das Chartpaar aufgerufen und einfach geschaut, ob das eben passt in die Richtung oder nicht. Und auch von der Range her, wenn wir das jetzt nochmal öffnen, was ich noch so als Gimmick hier gleich ergänze, das Währungspaar selber ist aktuell 61 Pips gelaufen, ja? Und hier sieht man so das grundsätzliche Potenzial, hier oben, Average Daily Range Low. Das heißt, rein von der Statistik her der letzten 14 Handelstage sind das die maximalen Hochs und maximalen Tiefs. Und das heißt, man kann sogar, wenn es trendfolgend jetzt weiter nach unten geht, sogar versuchen, noch ein Vielfaches des R zu verdienen. Und interessant ist hierbei, dass
die Frage eben sein wird, ob die Range eben ausgeschöpft wird. Weil rein technisch ist es tatsächlich so, dass wir zur letzten Zeit, wie erlebst du dich da, die Volatilität beim Euro-US-Dollar ist ja nur ein Graus zurzeit. Also, ich sag mal, deswegen haben wir es ja nicht. Ja, ist völlig verständlich. Also die Volatilität ist hier arg zurückgegangen. Das ist wirklich ein Problem der, ich sag mal, fast schon Zeit, also einfach der Tatsache geschuldet, dass da bei Euro-US-Dollar eben wirklich wenig Momentum gerade reinkommt. Und dann muss man auch wirklich sagen, ohne Bewegung können wir hier letztlich nichts machen. Ne? Ohne Bewegung können wir hier nicht am Markt agieren. Und das führt natürlich dann dazu, dass man sich da schon drauf spezialisieren sollte, entweder DAX oder eben Währungspaare auch zu handeln, wo was geht. Und das muss man natürlich dann so ins Kalkül ziehen und dann seine Message finden. Ich sehe aber gerade, ich habe hier bei Citrix gerade hier so ein Teilnehmerlimit. Jetzt können ja gar nicht neue Teilnehmer reinkommen. Das gibt es ja gar nicht. Das ist ja unglaublich. Wow. Also ich glaube, hier wollen noch mehrere Teilnehmer reinkommen. Die kommen jetzt gar nicht rein. Da muss ich direkt mal mit meiner Adjustierung des IT-Teams sprechen. Das ist eigentlich unvorstellbar, aber es ist jetzt hier irgendwie eine kleine Blockade drin, dass hier einige Teilnehmer nicht reinkommen. Sei es drum, wir warten mal ab, was passiert. Aber ich gebe dir recht, Jörg, nochmal um das abzuschließen. Der Chart wirkt bunt, auch die Martha als Rainbow-Traderin, das ist eine Sache, da muss man sich erst dran gewöhnen. Man kann hier auch viele gleitende Durchschnitte rausnehmen, das ist hier nach eigener Couleur individualisierbar, aber jeder hat da eben so seinen Ansatz. Ne? Und ich sag mal, ich baller mir den Chart jetzt hier auch nicht mit 10 Währungspaaren, sondern filtere eben 1, 2, 3 und die werden dann genauer angeschaut und dann lassen wir einfach mal den Markt entscheiden, was passiert letztlich. So. Ich meine, das ist ja das Entscheidende. Es gibt ja keine richtig und kein falsch beim Trading. Ganz genau. Das ist ja, es gibt ja so viele verschiedene Sichtweisen, so viele verschiedene Strategien, so verschiedene Setups und jeder im Prinzip arbeitet ja mit dem gleichen. Das heißt, also der Kurs bei dir ist ja genau der gleiche wie der bei mir. Mhm. Wenn ich jetzt bei mir den Aussie-Dollar, US-Dollar aufmache, dann habe ich ja den gleichen Kurs. Mhm. Nur aufgrund der unterschiedlichen Strategien, unterschiedlichen Herangehensweisen und Erfahrungen kommen halt unterschiedliche Setups zustande. Aber du rührst deine Order genauso in den gleichen Markt wie ich. Mhm. Exakt, so ist es. Und das sind ja auch die verschiedenen. Die verschiedenen Meinungen, die da aufeinanderprallen, ne? Oder die Möglichkeiten, die wir da nutzt, einfach hier handelstechnisch vorzugehen. Und das ist ja genau das, wo man sagt, hey, wir warten mal ab, was passiert, was der Markt uns jetzt hier gibt oder auch nicht. Was ich hier auch noch drin habe, der Stop-Loss, der war anfangs hier oben, der ist hier nachgetrailt, sehr aggressiv, ja, eben mit der Idee, dass der Trade anlaufen muss im 5-Minuten-Scharf. Jetzt kommt die Kerze hier ein Stück weit zurück, ja, Risiko, dass ich ausgestoppt werde, allerdings mit einem, ich sag mal, mit einem initialen Risiko, jetzt komm mal her, wo sind wir jetzt, geht die Kerze tatsächlich hoch, ist natürlich nicht schön, aber unterm Strich, jetzt muss ich mal gucken, was hier kommt, gucken wir dann auch gleich mal auf die Trade-Bilanz, was haben wir hier, das sind jetzt 2-3 Pips, Risiko 3,4, die ich jetzt praktisch noch habe, aufgrund des nachgetrailten Stops. Der vorher fixierte Take-Profit liegt im Bereich 12,6. Ja, also hier anständig das 3- bis 4-fache, was ich jetzt hier im Verhältnis noch gewinnen kann. Also der Worst-Case-Stop liegt hier ganz oben, 1:1 in der Regel, ähnlich wie bei dir. Oder nee, sogar bei dir ist es ja noch 0,5:1 sozusagen. Bei mir ist es hier 1:1. Aber faktisch trailt der Stop hier sehr aggressiv nach. Ja, also das heißt, schon nach den nächsten 1-2 Kerzen habe ich gar nicht mehr das volle Risiko, sondern nur noch 0,75R oder 0,6R. Und hier habe ich im Prinzip jetzt nur noch 0,2R, 0,3R. Und der Hintergrund ist bei mir in dem 5-Minuten-Setup, also wenn ich ein neues Tief kriege, das Trendmomentum stark ist und auch die Währungen die entsprechende Stärke weisen, dann muss das Ding eigentlich anlaufen. Ja. Und das heißt, ich will hier keine 3 Stunden warten, ehe der Take Profit erreicht ist, sondern das Momentum muss gespielt werden. Ja, wenn das gespielt wird, bin ich zufrieden. Ansonsten habe ich hier die Taktik, eben wenn es gegen mich läuft, mit einem kleinen Verlust auszusteigen und die nächste Chance zu suchen, wo ich dann entsprechend wieder das volle R verdiene. Und das ist so ein Stück weit anderer Ansatz als bei dir mit dem R. Also ich versuche dann immer, also klare Risikodefinition, aber ich reduziere mein Risiko immer relativ schnell unter 1, ja, bis wie jetzt dann praktisch nur noch auf 0,2, 0,3, um dann praktisch immer wieder da, auch wenn ich eben mal 2, 3 Fehltrades habe, dann mit einem Treffer zum Beispiel komplett den Lose oder dann eben auch komplett dann auch noch einen Gewinn rauszuholen, wenn ich den Take Profit sogar dann weiter nach unten ziehe. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier wirklich tut. Ich habe auch gerade schon hier im Chat zu lesen, dass es sich schwer antut oder hier in das Webinar einzulocken. Das liegt wahrscheinlich wirklich daran, dass wir hier so ein Limit jetzt irgendwo drin haben.
Wenn nichts dagegen hast, Jörg, ich würde direkt mal zu dir nochmal schalten, dann checke ich das mal hier ab mit der IT, weil ich würde gerne natürlich alle Webinar-Teilnehmer begrüßen, die denn hier dabei sein wollen und die jetzt hier nicht reinkommen, das ist natürlich unschön. Aber das klären wir auf jeden Fall. Jörg, du kannst vielleicht direkt noch was zum Markt loslassen. Ich ernenne dich nochmal kurz zum Moderator und werde jetzt mal gucken, dass wir hier das Problem mal lösen. Nebenbei. Aber ich habe immer ein Ohr für dich, für den Markt, da bin ich sowieso dran. Also insofern, holla die Waldfee. You have it. Kann man meinen Schirm sehen? Yes. Okay, super. Ich bin mir da nie ganz sicher mit den verschiedenen Monitoren. Ist korrekt, ist korrekt. Ja. Okay. Ja. Also, naja, meine liebe Leute, guckt euch den DAX da draußen an. Wenn ich jetzt klassisch diese Scalping-Methode auf Candlestick machen würde, dann wären jetzt beispielsweise zwei Setups da gewesen. Das zum einen mal dieser Ausbruch aus der Range, den man aber hier eigentlich gar nicht hätte wirklich sauber nehmen können. Jetzt läuft er wieder zurück bis an die Range-Kante ran. Auf den Heike Nashi habe ich hier unten, hier in dem Bereich, da war sehr deutlich eigentlich zu sehen, dass da auch die Musik draußen war. Ich hätte hier ein Long-Setup nehmen können, habe mich aber nicht getraut. Und wenn ich Zweifel habe, die drauf zu drücken, dann lasse ich es auch. Heute Morgen haben wir den Charakter, wir wollen traden. Das ist ja immer das Gleiche. Das war bei mir anfangs genauso. Wenn ich vorm Schirm saß, dann wollte ich unbedingt traden. Und zwar, weil ich handeln wollte. Irgendwann hat sich aber so diese Sichtweise bei mir verändert. Ich habe normal ein Unternehmen und ich geschäfte auch nicht nur, damit ich geschäftet habe, sondern ich geschäfte dann, wenn ich die Chance habe, dass ich damit Geld verdiene. Geschäfte klingt gut. So hat mir die Sichtweise vom Trading auch verändert. Trading ist für mich ein Business und ich mache das Business nur dann, wenn ich eine große Wahrscheinlichkeit habe, dass ich Geld verdiene und wenn ich ein gutes Gefühl dabei habe. Das ist wie im wahren Leben genau das Gleiche. Mhm. Und hier unten war es für mich so, ja, früher hätte ich drauf gedrückt, weil ich ums Verrecken in den Markt rein wollte. Jetzt ist es so, dass ich sage, naja, ich warte mir die nächste Situation ab. Und die könnte jetzt langsam kommen. Wir haben heute Morgen diese Bewegung hier gemacht. Wir hatten hier wieder eine Korrektur und wieder eine Bewegung und eine Korrektur. Und jetzt sehen wir schon, dass hier keine neueren Hochs gebildet werden. Und wenn ich jetzt hier ein Setup bekomme, dann drücke ich Short drauf. Ich habe vorher schon gesagt, heute Morgen, ich bin heute eher der Short-Eingestellte. Ich versuche nicht unbedingt Counter zu traden, sondern eher die Bewegung mitzunehmen. Counter-Trades sind mit Heike Nashi einfacher, weil ich meistens nach einer kräftigen, größeren Bewegung kriege ich schönere Einstiegssignale, weiß aber natürlich nie, wie weit die Korrektur läuft. Und bei Bewegungen, die laufen, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es ganz nett für mich läuft. In der Regel habe ich einen Take-Profit von 10 Punkten. Die 10 Punkte habe ich aus dem Grund eingestellt, falls sich doch mal eine Korrektur handelt. Dann bin ich wirklich in der Korrektur wie nach 10 Punkten draußen. Wenn ich jetzt aber eine Bewegung schön erwische, so wie das sich hier jetzt vielleicht gerade anbahnt, dann ziehe ich den Take-Profit immer weiter weg. Weil ich sitze sowieso am Schirm und wenn der Kurs gegen mich läuft oder die Bewegung nicht komplett durchläuft, dann schmeiße ich das Ding Market raus. Aber Jörg, ganz wichtig, das ist ja auch ein interessanter Ansatz, Simplified, wo du natürlich jetzt hier fährst, wo du sagst, du hast jetzt hier die Markttechnikstruktur ein Stück weit eingefangen, ja, und wartest jetzt im Prinzip, erstmal sollte jetzt in dem Kasten jetzt kein neues hochkommen und du wartest im Prinzip jetzt auf so eine rote Umkehrkerze letztlich, oder? Jetzt werden die Kerzen ja auch kleiner. Genau. Und das ist das Schöne, das mir Heike Nashi anzeigt. Heike Nashi, wenn ich eine große Kerze habe, dann sehe ich, dass da viel Volumen oder viel Bewegung auch mit drin ist. Und in dem Moment, wenn die Kerzen natürlich auch kleiner werden, ist es für mich eindeutig, dass da kein weiterer Druck drauf kommt. Ich erinnere nochmal kurz an dieses Bild, das ich eigentlich immer vom geistigen Auge habe, das ist dieser Expander. Das Ding wird gespannt und irgendwann ist die Spannung so groß, je nachdem, wie viel Kraft halt der ein oder andere hat. Aber irgendwann bin ich am Ende und kriege mit meiner Kraft das Ding nicht mehr weiter gespannt und dann ist Druck drauf. Und wenn ich denn nur etwas Kraft nachlasse,
dann schnallst du es sofort zurück. Und genau das ist, genau so ist die gleiche Thematik eigentlich beim Trendhandel. Ja. Ganz genau. Und jetzt heißt es ja im Prinzip, also es mit dem Zurückschnippen ist gut beschrieben auf jeden Fall. Jetzt lässt du ja letztlich auch einfach den Markt entscheiden. Gibt er dir jetzt hier ein Signal, wo man aufspringen kann oder eben nicht? Ne? Also ohne jetzt hier irgendwas rein zu interpretieren oder jetzt auf den Chart aufzuspringen und zu sagen, so dass jetzt muss es theoretisch drehen, sondern du wartest in aller Ruhe ab, ob jetzt ein Signal kommt, die Möglichkeit, oder lauerst dann praktisch auf die nächste Chance sozusagen. Also dieses, jetzt muss der Markt doch nach unten gehen. Mhm. Dieses Muss hat mich so viel Geld schon gekostet, das kannst du dir bald vorstellen. Von dem her, ich Muss ist für mich ein Unwort, gerade speziell was die Börse angeht, die muss nämlich gar nichts. Die macht, was sie will. So ist und es. Ich habe anfangs gesagt, ich kann den DAX nicht bezwingen und ich kann den Dow nicht bezwingen. Das Einzige, was ich machen kann, ich kann versuchen, die Spuren zu lesen und mich in die Rotte hinten mit anreihen. Deswegen ist es ja so, ich als kleines Ferkel hinten in der großen Wildspurrotte, was will ich mich da nach vorne durchträgen und sage, Jungs, aber wir müssen jetzt doch wieder nach unten. Ne? Das interessiert die in Feuchten. Ganz genau. Sondern die einzigste Chance ist, dass ich eben hinten drin bin und sage, okay, die Rotte, wo rennt die jetzt hin? Die rennt jetzt gerade hoch. Okay, alles klar, wenn ich jetzt long positioniert wäre, dann würde ich jetzt schön hinterher rennen. Wäre allerdings jetzt auch schon nicht mehr drin, weil diese Schwäche hier, die man hier sieht, da hätte ich verkauft. Also da wäre ich raus. Sowieso war das für mich eine Korrektur. Diese jetzige Bewegung wäre für mich eine Korrektur gewesen. Und bei einer Korrektur habe ich die 10 Punkte und bin so oder so weg. Also von dem her, ich würde diesen Move jetzt gar nicht mehr mitbekommen. Genau, das heißt aber, du bist ja auch ein Stück weit flexibel eben, ob du dann die Korrektur kurzfristig mal mitschneiden willst oder ob du dann jetzt eben hier den Trend-Move aufsitzt. Das heißt, du erlaubst dir da auch schon ein Stück weit Flexibilität zu sagen, ey, pass auf, das sieht jetzt gut aus, sodass ich eben die Korrektur spiele oder eben du sagst, nee, ich warte jetzt doch auf den Trendimpuls. Das heißt, du bist da jetzt auch nicht so festgefahren, hier jetzt unbedingt die Trendbewegung spielen zu wollen. Das ist natürlich auch eine Flexibilität, die man erstmal haben muss, ne? Ist richtig. Wenn ich eine schöne große Bewegung im Vorfeld gesehen habe und sehe, dass die Bewegung unten sauber ausläuft und ich die Chance habe für 10 Punkte in der Korrektur, dann mache ich die. Wenn ich aber die Bewegung im Vorfeld, wenn die unsauber war, dann mache ich die Korrektur auch nicht. Also schau, das ist ja das beste Beispiel, das wir hier gerade haben. Das war eine Bewegung, die aber für mich nicht ausreichend war, also hätte die beispielsweise ein paar Punkte mehr gebracht, wäre irgendwie, was weiß ich, bis 8,51 laufen oder sowas, oder 8,50, dann wäre für mich hier die Bewegung groß genug gewesen, um die Korrektur zu handeln. Allzumal kam hier unter jetzt mit dazu, dass es einfach nicht nach meinem Setup auch noch extrem unsauber war, und deswegen war ich wieder Seitenlinie. Aber jetzt... Jetzt wird es wieder spannend, ne? Jetzt wird es wieder spannend, genau. Das ist ja das Geile beim Scalping. Du hast so viele Chancen am Tag. Ja, das ist, wenn ich beispielsweise klassisch nur Trendhändler bin und nur nach einem einzigen Setup handel, dann kann es halt unter Umständen sein, dass mein Zielkurs, den wo ich gerne einsteigen würde, dass der nicht erreicht ist oder dass ich durch wenige Punkte nicht abgeholt werde im Markt und müsste dann dem Markt hinterherrennen. Und beim Scalping oder bei diesem kurzfristigen Handel habe ich halt die Möglichkeit, mehrere Chancen zu finden. Ja, das ist ja genau. Das finde ich attraktiv. Du hast natürlich, das ist natürlich der Markt, das ist ja genau das, wenn du in einem kleinen Timeframe unterwegs bist. Ich meine, da streiten sich auch die Geister. Ich sag mal, wenn du jetzt theoretisch so auf Kerzensignale achtest, wie jetzt ein Hammer Candle, ist immer das Klassische, der hat natürlich im Tagesschart eine ganz. Jetzt guck mal, jetzt haben wir praktisch eine Verkaufskerze. Guck mal, mit dem Mini-Terminal jetzt hast du praktisch automatisiert deinen Take-Profit im Charge drin und automatisch den Stop-Loss. Schau, mit einem Klick abgefeuert. Ganz, ganz feine Geschichte. Und nach Heike Naschi-Style jetzt natürlich auch einen kleinen Fake-Out gesehen. Also besser gesagt, nicht nach Heike Naschi, nach Markttechnik. Das letzte hoch rausgenommen, ne? Schön die Stops abgeholt. Und jetzt kommt eine kleine Umkehrbewegung. Wir haben jetzt nach Heike Naschi-Kerzen, wenn man das jetzt noch nicht so genau weiß, also ohne oberen Schattenwurf und Färbung rot in dem Fall, ist eine klassische Verkaufskerze.
die uns jetzt eben im Prinzip sagt, dass der Trend nach unten gerichtet sein dürfte. Die Kerze braucht noch ein bisschen Zeit, das sieht man ja auch gerade anhand des Tickers, der da nebenbei läuft. Nee, du hast oben die Uhr, genau. Geht jetzt noch ein paar Sekunden, erst ehe die Kerze vollständig ist. Das muss man jetzt eben mal sehen, wie die schließt, aber die sieht schon sehr bärisch aus. Also muss ich ganz klar sagen, hast du jetzt aber auch nichts gekannt, sonst hast du einfach mal feuerfrei Gas gegeben, ne? Also die Zeit denn zu überlegen und na, ist sie denn doch vielleicht was, ist sie denn nichts, dann lass die Finger weg, dann Finger weg vom Abzug. Wenn du das Gefühl hast, das ist gut, dann draufdrücken. Warum habe ich draufgedrückt? Schau mal, diese Bewegung, eindeutig, wunderschön, oder? Keine höheren Hochs, eine erste kleine Verkaufskerze. Also da ist, das ist wieder genau, dieser Expander wurde hier gezogen und hier ist die Wahrscheinlichkeit jetzt wieder, dass es Gegendruck gibt. Also male ich mir jetzt beispielsweise 5 Minuten Candle, das gleiche aber noch angeschaut habe. Also wenn man hier sieht, markttechnisch, der Kurs ist genau wieder bis an den letzten Punkt 2 langlaufen. Hat hier eine große Kerze eigentlich gemacht, wo nicht sehr, sehr viel Druck weiter nach oben reinkam. Ja. Jetzt warten wir mal ab, was der Markt uns hier sagt. Ja, jetzt muss man, das ist genau das, was du sagst, jetzt muss man einfach mal abwarten, den Markt entscheiden lassen. Aber ich sag mal, das ist eine schöne Ableitung. Aus dem 5-Minuten-Chart hast du da hier genau den Widerstand. Den hat er da touchiert, ein Stück weit drüber geschaut. Jetzt gab es im kleinen Timeframe dann das Verkaufssignal, so sage ich jetzt mal, von den Heike Naschi-Kerzen. Andreas führt gerade noch ein, das ist vielleicht in der Tat richtig, wer von Ihnen, also vielleicht mal so eine Frage ans Auditorium mehr oder weniger, also der Tipp vom Andreas ist der, dass er eben meint, dass unter Umständen auch hier viele Einsteiger am Start sind und dass eben Begriff wie R oder Countertrades sozusagen unbekannt sind. Willst du kurz was zum Countertrade sagen oder also was jetzt ein Countertrade wäre zum Beispiel? Auf Deutsch Korrekturhandel. Genau, genau. Das ist nichts anderes, wie dass ich eine Bewegung habe und dann die Korrektur versucht zu handeln. Das ist letztendlich dieser Countertrade. Also wie man jetzt hier sieht, das Ding läuft nicht für mich. Mein Stop, seht ihr unten, sind die 20 Punkte. Allerdings, wenn er hier ein höheres Hoch macht, dann drücke ich drauf. Also dann sage ich, okay, dann nehme ich irgendwie die 60, 70 Euro Verlust nehme ich mit. Und dann ist mir das Ding egal. Und das ist auch so eine Art Counter-Style, wo du jetzt gerade sagst, das wäre dann so eine Art eigentlich gegen den Trend-Impuls jetzt aus der größeren Zeiteinheit. Oder ist es dann für dich schon jetzt eine neue Trendbewegung, die hier sich etabliert, wenn das neue hochkommt? Wenn das neue hochkommt, dann ist es noch für mich kein neuer Trend. Nee, überhaupt nicht. Weil für mich der führende Trend ist hier der 5 Minuten. Und ich glaube, das sieht ein Blinder mit dem Krückstock, dass das Ding ein Abwärtstrend ist und dass wir hier eine mustergültige Korrektur haben. Also das heißt, wenn ich hier das mal einzeichne, dann ist das hier eigentlich die Korrekturzone. Also das heißt, der Kurs ist jetzt gerade erst wieder in die Korrekturzone reingelaufen. Ich muss ein bisschen darauf achten, dass ich da es draufdrücken nicht vergesse, falls das Ding noch gar gegen mich läuft. Okay, aber bei dem Short dann nur so weitermachen. Ich füge da ein, das ist eigentlich ein perfektes Beispiel für die Erklärung zum Countertrade. Wir sehen hier im 5-Minuten-Chart oder welchem Timeframe auch immer, Zeiteinheit in dem Zusammenhang, 5 Minuten in dem Fall, dass der Trend nach unten gerichtet ist. Okay, und Counter heißt eigentlich eben Korrektur gegen den Trendhandel. Das heißt, trendfolgend in die Bewegung handeln wäre jetzt hier Short. Ja, und der Jörg sagt eben gerade, dass er hier den Ausbruch nach oben im Counter-Stil handeln würde, wenn er denn kommt, weil dann eben hier versucht werden würde, sozusagen gegen den Trend, den wir ja im 5-Minuten-Chart sehen, kurzfristig sozusagen den Counter-Trade abzufeuern. Das wäre jetzt im Prinzip mal das, die Beschreibung für den Counter-Trade. Und da muss man jetzt einfach mal abwarten, was einem eben hier der Markt präsentiert. Ja? Und vom R her gesehen, da kann ich vielleicht kurz anfügen, R ist praktisch das Risiko pro Trade, ja. Das kann man anhand einer prozentualen Kennzahl, sage ich mal, fix machen. Ergo, Sie haben das sicherlich schon gehört, ich riskiere 1% meines Accounts, ich riskiere 0,5%, ich riskiere
3%, was auch immer. Das R ist sozusagen das Risiko, was Sie fahren. Und da ist jeder anders gestrickt. Bei mir ist es im Prinzip so, dass ich ein festes R auf dem... Naja, guck, bingo, jetzt wurde ich komplett abgeholt. Das kann ich nicht mehr Marke draus. Weil wir jetzt geratscht haben oder weil es zu schnell ging? Nee, das ging jetzt ruckzuck. Das war jetzt innerhalb von 2 Sekunden ist das Ding nach oben geknallt und no way. Okay, das sieht man jetzt also kurz gleich zum Live-Trade. Mein Aussie hat sich hier noch ein Stück weit gezähmt, also ist sozusagen immer wieder vor dem Stop wieder gedreht. Jetzt hat er den auch abgeholt. Ich habe jetzt hier ein minimales R, ich werde das dann gleich mal anschauen, wie viel es genau war, riskiert, aber das ist eben A, Bestandteil des Tradings. Das heißt, die Trading-Idee von dir, Jörg, war absolut nachvollziehbar. Meine Austral-Dollar-Trade-Idee im Prinzip auch. Der Markt hat uns hier das Geschenk jetzt nicht gemacht, da gleich einen kleinen Profit reinzuholen. Aber der Tag ist A, noch jung und B, muss man im Prinzip auch damit umgehen lernen, dass natürlich der Markt was anderes macht, als man sich rein von seinem System her, von seinem Erwartungswert, von seiner Vorstellung dann eben vollzieht. Jetzt sehen wir hier schön den Counter Bewegungsmove sozusagen. Ja, der Markt versucht also die schwache Eröffnung komplett jetzt wieder umzukehren. Und das ist jetzt gerade für DAX-Trader, was ich so, ich sag mal, aus der Erfahrung her oder so immer mitkriege, ich sag mal, die vorbörsliche Stunde, also der Eurex-Handel beginnt ja 8 Uhr schon, ja, also der Future sozusagen, 8 bis 9, da wird ja im Prinzip schon das vorbörsliche Geschäft getätigt und dann 9 Uhr die Kassaeröffnung geht es dann Xetra-mäßig los. Da ist immer wilde Wolla, Gaps und dergleichen und in der ersten Handelsstunde gibt es ja dann auch viele Trader, die dann eben sich erstmal positionieren. Da gibt es ja auch das Open Range Breakout System so zum Beispiel. Ja. Das ist auch was, wo manche sagen, ey, ich warte erstmal die ersten, also die vorbörsliche Stunde warte ich ab und dann sogar noch bis 10, um dann erstmal zu schauen, was ist denn in der ersten Stunde passiert. Also so Open Range Breakout hat vielleicht auch der ein oder andere gehört. Das heißt, auch auf den US-Markt bezogen nimmt man die erste halbe oder die erste Stunde, hat dann praktisch sozusagen seine Range-Spanne und versucht dann da zu traden. Also letztlich Möglichkeiten im Trendfolgestyle, im Counterstyle, in so einem Range-Breakout-Style gibt es immer. Letztlich wird auch viel dann eben durch das Money-Management entschieden. Ja? Und wenn du da eben klare Regeln hast, wie zum Beispiel der Jörg jetzt hier gesagt hat, pass auf, das ist mein Stop. Theoretisch hätte ich gerne noch ein Stück weniger riskiert und wäre vorher Market rausgegangen, aber so ist der Stop jetzt gezogen worden und damit muss man einfach leben und die nächste Chance nehmen. Das ist übrigens genau der Punkt, wo man gerade beim Trading, liebe Zuschauer, da muss man auch ein Stück weit in sich reinhorchen. Wenn man damit nicht klarkommt, dass der Markt einmal hier eine Ohrfeige verpasst, ja, dann wird es schwierig. Dann wird es schwierig, hier am Markt zu bestehen, weil ich sag mal, der Mensch ist nicht dazu geeicht, vorgeführt zu bekommen, dass es nicht funktioniert hat. Ja? Und beim Trading ist das nun mal leider Tatsache. Also Trefferquoten jenseits von 70% sind schon sehr, sehr ambitioniert. Ich will nicht sagen, dass es die nicht gibt, aber sie sind sehr ambitioniert und in der Regel arbeitet man mit deutlich tieferen Trefferquoten. Das heißt, es ist zwangsläufig so, dass wenn Sie 10 Trades abfeuern, Minimum 3, 4 wahrscheinlich verlieren werden. Die Kunst ist es eben hier rauszuziehen oder sich seinen Vorteil hier zu erhaschen, wenn denn die Bewegung stimmt. Ja? Und das hätte Jörg zum Beispiel gemacht, indem er den Take Profit vielleicht immer weiter nach unten zieht, um eben noch mehr aus dem Trade rauszuschneiden. Und wenn er eben einen klar definierten Verlust hat, und das ist eben die Kunst, du musst einfach sagen, okay, hier ist mein Verlustrisiko, da setze ich den Stopp. Und wenn der Markt jetzt hier gegen mich läuft und mich hier sozusagen rausknallt, dann ist das leider so und dann warten wir einfach mal ab, was als nächstes kommt. Aber hier nicht eben in Verzweiflung übergehen, weil nämlich der kritischste Faktor ist dann eben, dass man sagt, okay, ich muss jetzt hier gewinnen und ich habe nicht gewonnen und jetzt bin ich dann zu Tode betrübt, weil vielleicht auch zu viel Risiko eingegangen wurde. Was riskierst du so pauschal? Also musst du jetzt nicht, also bist du hier so R-mäßig aktiv? Also sag mal, hast du da jetzt so ein Limit von 100 Dollar, 150 Euro oder was auch immer? Oder sagst du dir einfach, du arbeitest ja nicht mit fixem R, hast du gesagt, ne? Nee. Mein Rumrutschfaktor nach Micha, das ist ein Geldbetrag und davon mache ich die Hälfte. Okay. Also das heißt, in der Regel 100 Euro pro Trade ist für mich das, was ich bereit bin zu riskieren. Mhm. Und ich versuche mir dementsprechend 50 bis 100 rauszuschneiden. Mhm. Also wie gesagt, das ist ja der Ansatz, wo du auch gesagt hast, du riskierst, also hast du eine Worst-Case-Geschichte, ja, und gehst dann immer so in die Richtung nach vorne, wo du sagst, du willst da eventuell mehr, aber auf jeden Fall versuchen,
dir auf jeden Fall was rauszuschneiden, eben auch mit einer Trefferquote von über 50%. Das muss man eben dann auch erstmal schaffen und da eben auch aktiv am Ball bleiben, das eben so durchzuhalten. Und da ist es auch wichtig, kann man vielleicht gleich anfügen, dass man da eben auch nicht ständig hin und her switcht zwischen seinen Setups oder Ansätzen. Ja? Also wenn man sagt, jetzt hier Rumrutschfaktor, also das heißt, wenn man damit leben kann, 100 Euro zu verlieren oder 200, dann ist das natürlich völlig legitim. Für den einen oder anderen sind vielleicht 30 Euro Verlust schon viel zu viel. Und da muss man natürlich dann die Risikosize auf so ein Level runterschrauben, dass man eben, ich sag mal, entspannt ist immer so leicht dahergeredet, aber dass man eben wirklich unemotional in dem Trade ist. Ja? Also Sie werden es vielleicht schon erkannt haben, wenn Sie jetzt überhebelt oder mit zu großer Position in einem Trade sind, dann emotionalisieren Sie das ganze Ding. Und dann ist jeder Tick oder jeder Pip oder jeder Punkt, der gegen Sie läuft, pure Bestrafung. Und das darf nicht sein. Also wenn Sie sich so fühlen und das erleben, dass Sie Trades abfeuern und Sie einfach nervös werden und nicht eine gewisse Ruhe haben, ja, dann stimmt was im Rumrutschfaktor im Money Management nicht. Das heißt, dann auf jeden Fall die Size runterschrauben, um hier eben auch mit einem, ich will nicht sagen, eben hier tiefen entspannten Gefühl, aber eben mit einem Gefühl der Sorglosigkeit zu handeln, weil nun mal leider es so sein wird, dass der Markt einen hier und da eben abholt. Das ist einfach so. Und damit muss man klarkommen. Ne? Zum Markt selber, DAXle hat jetzt hier schön den Korrekturhandel gestartet, ne? Hier weiter nach oben, aber so richtig dynamisch, es zieht sich, ja, es versucht wieder ein Stück weit nach oben zu kommen. Ja. Aber schau mal hier diesen Doji hier in 5 Minuten, also von dem her, ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das hier das Ende der Fahnenstange ist. Und deswegen habe ich mir auch schon wieder auf die Lauer gelegt hier für mein Short, aber ja, die Rotte, die rennt momentan nach Norden. Ne? Naja, genau, da muss man eben auch im Prinzip eben da auch nicht, ja, unbedingt, nein, nicht unbedingt an seiner Meinung kleben, ja, wo man sagt, hier, das ist jetzt so und den Markt da entscheiden lassen, ja, und abwarten, was da kommt. Ich meine, du hast ja jetzt hier die blaue Linie, die du da touchiert, das ist ein Widerstand, den du aus dem A5, aus dem M5 da abgearbeitet hast, oder? Ja, also damit arbeite ich natürlich auch, ich suche schon horizontale Unterstützung. Nicht, weil ich an diese Linien glaube, sondern ja, weil mir irgendwie der Markt oft recht gibt, dass da irgendetwas passiert. Das sehen viele, sehen diese Linie oder handeln sogar da danach. Mhm. Und ich gucke mir die nur an, ich treffe da keine Handelsentscheidungen danach. Mhm. Ja. Aber vielleicht nur eins zuzusagen, das Thema mit den Minus-Trades. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und ganz entscheidend. Mhm. Als ich früher eins auf die Nase bekommen habe und ich sehe jetzt hier die Zahl von 110, da habe ich mich zu Tode geärgert. Da habe ich mich genervt und da kam so dieser Instinkt nachher, ich hol's mir jetzt wieder zurück. Jetzt der nächste. Und dann lag ich auf der Lauer aggressiv wie ein Jäger mit durchgeschlagener Flinte, aber der hat nicht eine Flinte, sondern der legt sich gleich 3 Flinte auf die Seite, dass er das Viech auf jeden Fall trifft. Da habe ich aufgehört, diese extreme Aggressivität danach, sobald ich einen Minus-Trade hatte, sondern meine Einstellung dazu geändert. Mhm. Ich brauche die Minus-Trades, damit ich im Nachgang die Plus-Trades wieder habe. Das bedeutet, wenn ich 1 oder 2 oder 3 Minus-Trades habe, dann bin ich nicht tiefendeprimiert, sondern dann weiß ich ganz genau, die nächsten Trades werden Plus-Trades. Ich muss nur kontinuierlich dabei bleiben. Und das ist das, was du vorher auch gesagt hast, dass man dann nicht in den Setups switcht, sondern dass man seinem Setup treu bleibt, weil das ist das Gesetz der großen Zahl. Wenn ich heute einen Würfel in die Hand nehme und ich würfel 6-mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine 6 würfel, die ist gering. Wenn ich würfel ich allerdings 60-mal, dann ist die Wahrscheinlichkeit um ein Vielfaches höher, dass ich meine 6er habe. Und das ist beim Trading genauso. Wenn natürlich irgendwann mal die Trefferquote der Profit unterm Strich so miserabel ist, also beziehungsweise eigentlich das Konto ist der beste Beweis dafür, ob die Trading-Strategie funktioniert oder nicht. Wenn das Konto immer weniger wird, dann muss man sich natürlich schon mal irgendwann die Frage stellen, stimmen meine Setups nicht? Springe ich zu früh rein? Interpretiere ich zu viel in den Markt? Stimmt meine Stoppsetzung nicht? Dann brauche ich natürlich jemanden, der mit mir über die Thematik spricht oder ich kann es selber analysieren. Aber Fakt ist, wir brauchen in diesem Business, wir brauchen die Minus-Trades.
wir brauchen sie, weil ansonsten gibt es die Plus-Trades nicht. Ja, das ist natürlich, ich meine, es ist auch beim Vorführeffekt, sage ich jetzt mal, immer schön. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn jetzt die Trades hier gleich alle in den Gewinn gelaufen wären und man hätte sich die Nadel des richtigen Entries einstecken können. Aber so ein Verlust-Trade ist natürlich auch mal eine schöne Beschreibungsmöglichkeit, wie du eben auch schon sagst. Erstmal kommen sie, zweitens muss man eben sehen, wie man damit umgeht. Und das sind natürlich gerade so psychologische Fallstricke, die gerade der Einsteiger, also ich meine, wir machen das wirklich alle schon lange. Und wenn man dann so rekapituliert, was da eigentlich abgelaufen ist und wie man sich da erlebt. Ich meine, das machen eben viele Neueinsteiger alle durch. Das ist eben eine Schule, das ist wie eine Ausbildung, da kommt man auch nicht dran vorbei und da kann man auch noch so viele Bücher lesen, das muss man selbst am Markt eigentlich erlebt haben, damit man die psychologischen Fallstricke eben dann auch eben erkennt und nicht nochmal macht. Und das ist schon ein Stück weit Aufklärung, wenn man eben sagen, okay, jetzt hat man hier einen Verlust geschossen, so what is, den haben wir jetzt mal zu verbuchen, aber es geht eben weiter und da ist es natürlich auch wichtig, seine Erwartung. Okay, da bist du schon gleich mal wieder on the market. Also das heißt, jetzt sind wir hier, um gleich zu beschreiben, in der Korrekturzone versucht der Jörg jetzt wieder trendfolgend den Down-Move zu erwischen, weil übergeordnet das Bild im M5 schön zu sehen, immer noch nach unten zeigt. Heike Naschi technisch gab es jetzt eine rote Candle. Am FX-Markt habe ich jetzt hier so ein Stück weit Wischiwaschi-Signale, muss ich sagen. Also da sehe ich jetzt hier nur den Yen ein Stück weit schwächer wieder, der aber wieder auftritt. Also gerade für mich Seitenlinie, ja, also da warte ich mal ab. Der DAX bewegt sich aktuell relativ dynamisch. Warten wir mal ab, ob da noch was kommt von der Forex-Seite. Nochmal kurz zur Beschreibung, ich habe vorhin meinen Trader gehabt, also ich riskiere so 0,4 bis 0,5% pro Trade, ja. Das ist mein Risikofaktor, mein Rumrutschfaktor. Das sind so 75 bis 85 Euro ungefähr so. Und die riskiere ich da mal in dem kleinen Trading-Account. Wenn ich dann jetzt hier die eine Strategie für ein Konto dann anwende, habe dann noch ein anderes Konto, wo ich eine andere fahre. Aber das ist so für das Intradating. Ja? Und da habe ich jetzt 0,15 habe ich jetzt verloren. Ja? Also praktisch ein Drittel von meinem eigentlichen Risiko verloren. Und wenn ich jetzt mein eigentliches Risiko wieder gewinne, habe ich 0,45% Gewinn. Und im Prinzip den Verlust-Trade, den ich jetzt sozusagen gemacht habe, der ist wieder komplett relativiert. Ja. Und ich bin mir sicher, dass heute sicherlich noch ein Trade auf den Schirm kommt, der mir hier die Möglichkeit gibt, hier eben meine 0,45%, das eine R übrigens, das ist nochmal die R-Geschichte, wo ich gleich sage, also ich definiere das Risiko bei mir zwischen 0,4 und 0,5%, bei mir sind es aktuell 0,45, also genau die Mitte, pro Trade und das ist ein R, 0,45%. Und wenn ich ein R gewinnen will, dann gewinne ich 0,45% und verliere es auch. Wenn ich zwei R gewinnen will, dann habe ich sozusagen dann eben 0,9% gewonnen. Okay, so vom Verständnis her der R-Geschichte. Und da muss man sich auch klar darüber werden, wie viel R riskiere ich eigentlich pro Trade. Also R-Risiko auf das Konto bezogen. Ja, das kann der Rumrutschfaktor, wie der Jörg gesagt haben, das kann bei mir so eine feste Größe sein, die sich praktisch immer an dem Account ausrichtet. Und das ist auch ganz interessant. Das heißt, wenn man in einer Drawdown-Phase steckt, meine lieben Zuschauer, jetzt mal eine Preisfrage an Sie. Der ein oder andere wird es wissen, weil ich es auf dem einen oder anderen Seminar schon gestellt habe. Was glauben Sie denn, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie nach 200 Trades, und jetzt gehen wir mal davon aus, Sie haben wirklich einen richtig guten Lauf und Sie haben bei den 200 Trades eine Trefferquote von 70-80. Ich bin raus. Hast du einen Exit gemacht, weil die Kerze zu grün war? Ja. Ja. Okay. Ja. Okay. Also, sorry, dass ich jetzt unterbreche, aber die eine einzige Kerze lasse ich immer gegen mich laufen, weil der Markt braucht auch ein bisschen Luft. Mhm. Ich drücke nicht bei jedem Farbwechsel sofort drauf. Mhm. Aber Kerze, die sie um 10:01 Uhr, die war wieder so stark, hat zwar hier ein neues Hoch gemacht, ich bin gespannt, was die nächste jetzt hier tut, aber da ist noch nicht das Setup, das ich jetzt unbedingt will, also von dem her habe ich drauf gedrückt und gut und warte auf die nächste. Kann auch sein, dass ich heute mit meiner Short-Einschätzung auf der falschen Seite liege. Mhm. Möglich ist alles, ich meine, es gibt auch Tage, da laufe ich im Verlust raus. Klar. Und zwar nicht nur knapp im Verlust, sondern teilweise auch richtig. Dann ist es halt so. Ne? Es ist schade, wenn es gerade heute ein Tag ist, wo wir hier im Live-Trading sind, oder ist ein gutes Beispiel für alle, die da draußen sind, bei denen selber nicht immer alles rosig läuft, dass es anderen genauso geht. Das gehört mit dazu zum Geschäft. Sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen, Chris, nee. aber...
Das Thema mit deiner Statistik interessiert mich auch. Ja, kommt gleich. Aber das ist eben, ja, ich sage, wie gesagt, also das war auch bei mir so. Ich meine, das muss ich kurz nochmal einschlagen, bevor ich das andere da fortsetze. Du hast natürlich immer wieder die Möglichkeit, hier am Markt immer zu zeigen, wie es läuft. Und ich bin mir ganz sicher, es wird auch Trading-Events geben, wo der erste Trade, der zweite, der dritte gleich Volltreffer sind. Und dann kann man sich, sage ich mal, das ist natürlich dann ein Fehler, aber dann kann man sich auch hochjubeln und sagen, wunderbar, ich habe es doch gesagt. Ja, dass der, letztlich entscheidet der Markt und man versucht eben hier mit den Wellen zu gehen. Und da muss man eben sich anpassen. Ich meine, Jörg ist jetzt auch hier aggressiv im Minutenchart unterwegs, ja, das darf man gar nicht vergessen. Also das ist natürlich eine Disziplin, die er hier fährt, wo man sagt, das ist A, herausfordernd, B, versucht er hier jetzt den großen Bewegungspunkt zu erwischen, wo hier der Trend wieder fortgesetzt wird, und das kann natürlich damit einhergehen. Jetzt sieht man hier das Beispiel, dass vielleicht der Markt dann eben ein Schnippchen schlägt, aber jetzt, sag ich mal, jetzt hat er unter uns Männern gesagt, die Hosen, sag ich mal, ordentlich voll und sagt, jetzt feuere ich hier nochmal ab, weil jetzt der Markt doch wohl nicht nach oben zu gehen scheint. Und jetzt kommt auch eine schöne Verkaufskerze, die sich hier ausbildet. Mal abwarten. Also einen Minutenchart muss man auch wissen. Das geht damit einher, dass man auch hier Fehlsignale kriegt. Und von meinem Rainbow-Trading auf das Rainbow-Seminar bezogen, ist es so, dass der Rainbow selber in den höheren Timeframes, und das ist M30 speziell, ja, hier am besten funktioniert, weil das Trendmomentum da am idealsten anläuft, verläuft und eben auch hier, das ist auch sogar mit einem Algorithmus neben Backtests auch dann sozusagen ausgewertet, dass man dann hier weiß, okay, das hat vom Momentum mehr Swing, so ein Trade hat einfach mehr Zeit, die gehen dann eben auch mal mehrere Stunden. Wenn man aber im 1-Minuten-Chart unterwegs ist, dann muss man eben auch, ja, häufiger aktiv sein, weil die Signalhäufigkeit natürlich auch viel aggressiver auf den Schirm kommt, und je mehr Signale, desto mehr Fehlsignale auch, weil das eben zum Trading dazugehört. Und jetzt eben zu der Frage, Trader XY, ja, hat hier einen guten Lauf, oder Sie auch, haben hier 200 Trades abgefeuert und hatten im Prinzip noch keinen Drawdown. Und Drawdown ist jetzt hier so eine Phase, wo man durchaus sagt, man hat 4, 5, 6 Verlierer in Folge. Also es potenziert sich sozusagen. Das heißt nicht 1, 2, 3 Verlierer, die immer mal wieder auftauchen, sondern man geht schon in den Wert Richtung 10 Verlierer, wo eben viele dann das Handtuch werfen. Und gerade wenn sie mit zu viel Risiko im Markt sind, dann meine ich jetzt zum Beispiel eine Positionssize von 10%. Ja, wenn sie 10% pro Trade riskieren, das ist ja exorbitant zu viel, und sie haben 7 Verlierer in Folge und verlieren ihr volles Risiko, dann haben sie mal ihr Account um 70% geplättet. Das kann natürlich so nicht funktionieren. Jetzt eben nochmal zur Erinnerung, 200 Trades absolviert, es lief richtig gut, hohe Trefferquote, richtig Geld verdient. Was meinen Sie, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, ab dem 200. Trade in eine Drawdown-Phase zu kommen, die in Richtung 10 Verluste in Folge reicht? Jetzt mal, also Jörg, du auch gleich, aber jetzt vielleicht mal hier die Teilnehmer mal in dem Chat mal zum Wachwerden, der ein oder andere ist vielleicht mit dem Kopf schon auf die Tischkante geschlagen, einfach jetzt mal sagen, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass das passiert. Also nach 200 absolvierten Trades mit einer richtig guten Systematik, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es doch dann, wenn sie bis dato nicht erfolgt ist, die Wahrscheinlichkeit eines Drawdowns. So, die ersten Werte kommen schon mal rein, also wie gesagt, jeder mal aufgerufen, hier so ein Prozentwert, eben bis 100% wäre eben hier das Limit. Aber, also 155 ist nicht so gut, Mike, ne? Da sind wir deutlich über 100%, das wäre ein Stück weit zu viel. Aber ich will jetzt mal dafür sensibilisieren, dass wenn auch alles... Aber das soll doch nur verdeutlichen, dass die Wahrscheinlichkeit mehr wie hoch ist, oder? Die 155% von Mike... Ja, es knallt rein. Genau, und zwar immer nur zu, also das, ich habe hier Werte, ja, das geht von 15% bis 99%. Das heißt also, die ganzen Teilnehmer, und wir sind schon ein sehr großes Auditorium, ist sich hier nicht ganz schlüssig, wie das nun ausgeht hier. Ja? Also, sag mal, wer es jetzt noch will, ich zähle noch unbewusst bis 10 runter, und dann haben wir das hier erwischt. Von 300 gut gehen, ist das ein gutes System, da wäre das sehr großes Pech. Also Karl Hermann gerade, wenn 200 Trades gut gehen in der Masse, also nicht jeder, aber gut, und praktisch kein Drawdown bis dahin erfolgt ist, ist es ein gutes System, da hat er schon mal recht. Daher wäre das sehr großes Pech, schreibt er jetzt. Interessante Feststellung. Also ich löse es auf, der Wert liegt bei über 95%. Das heißt, wenn Sie anfangen zu traden und haben ein System, das läuft richtig gut, und Sie haben 200 Trades absolviert, Ihr Konto beispielsweise verdoppelt oder zumindest exorbitant hochgehoben, und Sie erhöhen Ihr Risiko dann exorbitant, also Sie fahren das Risiko weiter hoch, weil Sie doch so überzeugt sind von Ihrem System pro Trade, dann muss man ganz klar hier feststellen, dass der Markt
einem dann eben hier die Grätsche schlagen kann und sozusagen das, was vorher verdient wurde und sei das System auch noch so gut, eben hier auch wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch genommen werden kann. Das heißt nicht ab Trade 201 oder ab Trade 202 oder 203. Das heißt nur, dass ab einem bestimmten Zeitfaktor die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass eine Drawdown-Serie mal kommt. Und wenn man eben hier zu viel Risiko pro Trade fährt, also wirklich einfach ja, zu viel einsetzt, zu viel riskiert, dann ist es ganz genau der Punkt, wo man sagt, das wird langfristig sich rächen. Man muss hier definitiv diszipliniert weiter vorgehen. Was noch eine kleine Königsdisziplin ist, sage ich jetzt mal, wenn Sie ein Gespür für den Markt haben, an einem bestimmten Punkt auch mal das Risiko hochzufahren. Also aus der Erfahrung heraus, das unterscheidet auch den guten Trader zwischen einem sehr guten Trader. Das heißt, nennen wir es mal Intuition. Die Setups sind beide gleich. Beide Trader handeln nach demselben System, diszipliniert. Der eine ist aber trotzdem ein Outperformer und besser als der andere. Woran liegt das? Man kann jetzt sagen Intuition, aber es liegt auch daran, dass er zur richtigen Zeit das Risiko hochfährt im Markt. Also zur richtigen Zeit den Finger auf dem Risikobutton setzt und sagt, jetzt riskiere ich mal mehr. A, weil ich einen guten Lauf habe und B, weil ich von dem, das Gefühl habe, dass das ein guter Trade wird. Aber das heißt nicht, dass er gleich 10% seines Kontos riskiert. Ja? Wenn er jetzt, sage ich mal, 0,5 oder 1% riskiert, dann wird er in dem Fall vielleicht 2% riskieren. Ja? Das heißt nicht, dass er richtig liegt, aber er hat dann eben das Vertrauen, dass es eben dazu kommt. Und dann ist es so, mit der Intuition gepaart mit der Disziplin, ist es dann tatsächlich so, dass so ein Trader von vielen Trades dann eben immer so seine Outperformance dann tatsächlich dadurch aufbaut, dass er eben zum richtigen Zeitpunkt das Risiko hochfährt und zum anderen Zeitpunkt aber vielleicht auch runterfährt. Ja, dass er sagt, okay, der Markt ist mir jetzt hier zu tricky, zu choppy, ich komme hier nicht richtig rein, die Setups laufen nicht. Dann ist es auch die hohe Kunst, mal ein bisschen an der Seitenlinie zu stehen, wie Jörg gesagt hat, oder eben auch das Risiko einfach mal pro Trade runterzufahren. Jetzt also nicht 100 Euro zu riskieren, sondern eben nur 75 oder nur 50. Nur so kann es dann auch funktionieren, dass man wieder sagt, okay, jetzt ist der Markt wieder in meinem Lauf, jetzt fahre ich das Risiko wieder hoch. Also das erfordert wirklich viel Disziplin und Vorgehensweise und deswegen müssen Sie sich auch ein Stück weit auswerten am Markt selber. Und das ist das Tool, was ich nochmal anspreche. Da werden wir auch ein Webinar dazu machen, wenn das kommt. Nutzen Sie so eine Möglichkeit, Ihre Trade-Historie auszuwerten und erfahren Sie dann dadurch auch, wo Ihre Stärken und Schwächen liegen. Ich weiß zum Beispiel auch von der Martha, und das ist auch im Forex-Markt relativ Uso, ja, dass der Montag und der Freitag relativ tricky sind. Ja, also das ist gang und gäbe statistisch gesehen, dass die, ich sag mal, das Volumen kommt Sonntagnacht aus Fernost, aus Ozeanien, das Forex-Volumen, das Geld, und es geht schwappt so von Asien nach Europa rüber und die Märkte finden sich mehr oder weniger. Ja? Das läuft so in den Flow des Marktes. Und der Montag ist häufig ein Tag, wo du auch die Big Banks, und da reden wir eben jetzt hier nicht über die Sparta Bank oder so, sondern reden wir über JP Morgan, Goldman Sachs, wo da sich die Devisenabteilungen auch für den Markt positionieren. Ja? Und häufig wird der die Woche durchgehandelt und am Freitag werden auch viele Positionen geschlossen, weil der Devisenmarkt ist im Schwerpunkt ein Intraday-Markt, was da abläuft. Ja? Und das muss man auch wissen. Und deswegen sind die besten Handelstage auch von statistischer Kehrseite her gesehen, bei mir persönlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag. Freitag zuletzt auch wieder besser geworden, aber Montag ist ein Tag, da halte ich mich generell einfach zurück. Christian, wir können bei uns bei JFD keine Knockouts handeln. Jörg, ich gebe dir gleich das Wort nochmal zurück. Knockouts sind ja Derivate, Christian. Ja? Und zur Verständigung, Derivate sind praktisch ja auch imitierte Produkte, sozusagen verpackte Produkte auf ein gewisses Underlying. Ähnlich eines CFDs, aber wir selbst begeben die nicht und können die auch nicht entwickeln sozusagen. Also wir sind da ein reiner Broker, der hier den Draht auf Forex bezogen zum Interbankenmarkt, also zum direkten Spotmarkt darstellt, herstellt, wo sie dann hier eben auch in einem enormen Liquiditätspool teilnehmen können, um hier die Orders ausgeführt zu bekommen. Und am Indexbereich, beim CFD DAX ist es natürlich so, dass wir auch hier übrigens mit einem Pool zusammenarbeiten. Und jetzt kommt's, Jörg, weißt du überhaupt schon, dass wir die Mini-DAX handeln können? Das heißt, wir können, doch, das ist noch, ja, kannst du ja mal versuchen. Du kannst mittlerweile 1,2, 0,9, 0,8 CFDs handeln, meine lieben Zuschauer. Kleine Überraschung hier bei diesem Webinar am Rande für alle DAX-Trader. Mhm. Wir haben das seit einigen Wochen in der Testphase und haben es jetzt seit Montag auf den Live-Account umgestellt und auf die Demo-Accounts und das heißt, man kann hier tatsächlich jetzt auch den DAX, den klassischen unseren DAX Cash im CFD-Bereich mit Komma-Dezimalstelle handeln. Das ist jetzt was wir in der nächsten Woche dann richtig mal aufkehren werden. Das heißt, Sie haben hier noch besser die Möglichkeit, Risk- und Money-Management zu betreiben, weil Sie jetzt nicht mehr einen Punkt, einen Euro, sondern Sie haben auch die Möglichkeit, jetzt bis auf den 0,10-Cent-Bereich hier die
Risiko sei es zu bestimmen. Also wie gesagt, da ist, haben wir nochmal einen riesen Schritt gemacht. Und der nächste Witz ist, wir geben die CFDs nicht selber auf, sondern wir sind da auch an einem Liquiditätspool von mehreren Market Makern, die die CFDs dann auflegen, und da geben wir auch die Orders weiter. Ja, also das heißt genau die Geschichte, dass wir nicht am Verlust des Kunden profitieren, sondern die Order routen wir durch. Wir sind der Agent, wir versuchen den guten Preis für sie zu finden, sowohl Forex als auch CFD, und das routen wir an sie durch. Aber jetzt, das war jetzt so ein Highlight, das fiel mir jetzt gerade ein mit dem DAX. Also Sie können den DAX bei uns ab Montag, seit Montag und auch den Kokoro 40, der Dow Jones wird auch noch folgen, hier im Dezimalstellenbereich just handeln. Also für alle, die hier, das ist auch ein Riesenfortschritt, ja, gerade für kleinere Kunden. Ja, das ist was, wenn Sie jetzt hier nicht mit einem 10.000, 20, 30.000 Euro Konto starten, hey, Sie können hier bis auf den, also 10 Cent Bereich jetzt den DAX handeln, und es ist auch ein Riesenunterschied, virtuell zu handeln oder real. Ja, das sind, sind wir wieder beim emotionalen Kreislauf. Da muss man sich auch mal klar darüber werden, dass es schon ein Unterschied ist, ob ich virtuell handle oder real. Aber Jörg, ich sag mal, Heike Naschi ist Trumpf, es läuft so langsam an, sag ich mal, oder? Ja, also der, mir fehlt da ehrlich gesagt, deswegen habe ich einen Finger die ganze Zeit am Abzug. Mir hat bisher, bis vor den letzten 2 Minuten, hat mir da echt die Dynamik drin gefehlt. Jetzt kommt sie aber. Und wie man jetzt sehr schön sieht, mein Trailing Stop, der läuft jetzt hinterher. Ich bin jetzt nur noch 22 im Minus, mein Maximal. Risk. Da werde ich nicht reinlaufen, weil wenn ich sehe, dass das Ding jetzt nach oben schnalzt, dann drücke ich manuell drauf. Aber wenn mein Plan aufgeht, dann nehme ich das Ding bis unten durch. Also aber das ist unten, das ist mein Target. Was wir natürlich hier nochmal haben, wir haben hier diesen untergeordneten Aufwärtstrend. Ich denke, da wird es nochmal kritisch hier in der Ecke hier. Hier ist auch die Korrekturzone von vorher, da ist er jetzt mustergültig reingelaufen. Ja, von dem her, alles bei Bene. So, das ist auch ein Punkt, aber du hast auch den, das ist ja der Trailing Stop, der automatisch von JFD hinterhergezogen wird, ne? Den hast du so drin. Ja. Das ist das Tool. Das Ding ist echt, das ist echt super. Also gerade für einen kurzfristigen Handel zum Draufdrücken, perfekt. Was ich noch nicht rausbekommen habe, aber da könntest du vielleicht nachher kurz zeigen, vielleicht interessiert es die anderen auch. Wenn ich mal ein fertiges Set habe, was ich im Mini-Terminal ja machen kann, beispielsweise eine Stop-Buy oder eine Verkaufsorder mir reinlegen, mit dem vorgefertigten Setup. So beispielsweise, ich möchte jetzt nicht Market einsteigen, sondern ich möchte mein Einstieg, möchte mich unter dem Tief der Kerze einstoppen lassen. Vielleicht kannst du es nochmal zeigen, das wäre für mich auch eine spannende Sache. Das mache ich gern. Der Punkt ist nur, bei mir gibt es zurzeit hier an dem Rechner einen Java-Bug. Das heißt, der nimmt hier an meinem Laptop, nimmt er den Mini-Terminal nicht rein. Ich versuche es aber in der Pause nochmal zu machen. Ich habe es jetzt seit dem letzten Bug nicht nochmal geupdatet. Ich werde es nochmal versuchen. Aber Sie können mit dem Mini-Terminal, den wir hier sehen, wir haben auch den Trade-Terminal, wo man auch sozusagen OCO-Orders erstellen kann. Das heißt, once cancel the other. Das heißt, Sie geben eine Long und eine Short ein, oder auch Sie können auch sozusagen Kombinationsorders kreieren, dass sozusagen der Trade-Terminal mehrere schon vorgefertigte, ja, Trade-Systematiken durchführt, die Sie sozusagen schon im Vorfeld strategisch, wie so ein Schachmeister oder auf einem taktischen Kriegsfeld, sozusagen hier schon festlegen und dann einfach sozusagen automatisiert das Ganze durchläuft. Mit dem Mini-Terminal aber exakt eben hier, gerade für einen kurzfristigen Bereich natürlich interessant, das ist für jemanden, der auf Tagesbasis handelt, jetzt sicherlich ist irrelevant, ob er jetzt da den einen Button hat oder nicht. Aber was hier eben auch schön ist, das ist ja das Beispiel, was wir vorhin hatten bei meinem Austral-Dollar-Trade, das heißt, wenn der Trade in die richtige Richtung läuft, dann wird das Risiko automatisch reduziert. Und du siehst jetzt hier, du hast ja jetzt, was sind das, 2,5 Punkte Fehler, irgendwie nach dem Motto, Fehler, das Risiko nur noch, aber hast hier die Chance, 30 Punkte zu gewinnen, ja, roundabout jetzt, sage ich mal. Das ist natürlich enorm, und das ist natürlich jetzt was, wo man sagt, hey, wenn der Markt das gibt, dann ist es wunderbar. Sollte der Markt in irgendeiner Art und Weise nochmal gegen dich laufen wollen, dann hast du hier letztlich den Stopp, der entweder dann auf Break-Even geht, oder du ziehst dann sogar, wenn jetzt eine grüne Heike-Naschi-Kerze kommt, vielleicht sogar schon vorher manuell den Exit durch. Aber letztlich kann hier nichts mehr anbrennen. Und das ist eben im Prinzip das Hin und Her. Und unterm Strich zählt eigentlich nur eins: Was haben Sie dann nicht am Tag? Das ist irrelevant. Es muss noch nicht mal die Woche vielleicht sein. Es ist eher so am Monatsende, auch wenn Sie dann eben Ihre
ich sag mal, mehr als 10 Trades durchgeführt haben, dass ich dann einfach mal schauen, wo stehe ich denn jetzt? Ja, ich meine, wenn natürlich jetzt nur Verlierer an einem Band kommen, dann muss man sich schon vorher die Frage stellen, ob das der Markt jetzt gerade nicht mitspielt oder kenne ich überhaupt den Erwartungswert meines Systems? Also ist das überhaupt profitabel, was ich da versuche? Deswegen auch der Jens schreibt gerade, natürlich virtuell handeln ist völlig legitim. Man kann virtuell auch üben, sollte man auch machen, weil man, wenn man es nicht tut, real viel Geld am Markt lässt und viel bezahlt, also einbezahlt. Ich meine, Ausbildung kostet Geld, aber wenn man das, sage ich jetzt mal, eher diszipliniert angeht, dann erstmal mit dem System arbeiten, Vertrauen gewinnen, wie Jörg ja auch schon gesagt hat, wenn du dann eben den Erwartungswert hast, dass irgendwann die Zahl 6 gewürfelt wird und du das Vertrauen in dein System hast und eine gewisse Vorgehensweise hast und nicht immer diese wieder wechselst, dann wirst du da auch auf den grünen Zweig kommen. Und wichtig ist es da, dass du die Disziplin hast, eben das durchzuführen. Ich sehe auch gerade, jetzt hast du manuell den Exzess gemacht, weil, wie gesagt, jetzt kommt die grüne Kerze. Ne? Ja, schau, das ist jetzt aber hier, ich habe hier die Korrekturzone von diesem untergeordneten Aufwärtstrend, der mehr wie eindeutig ist. Und ich habe hier 4 Kerzen in Folge, wo es keine Tiefen und Tiefs gibt, also wo definitiv das Thema drauf ist. Also was es gut sein könnte, aber beispielsweise auf der 5 Minuten wurde ja hier diese Punkt 2 wurde ja auf 5 Minuten nochmal angetitscht und geht jetzt wieder nach oben rauf. Also das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt hier noch weiter nach oben steigt, die Wahrscheinlichkeit ist echt hoch. Wir bleiben mal dran. Momentan habe ich ein uneigenes Bild, also von dem her, ich weiß jetzt nicht, ob Long oder Short. Bisher war ich auf Short eingerichtet. Die 5 Minuten hier, die irritiert mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen. Also wenn wir die wieder nehmen, dann ist für mich klar, dann ist alles Short. Wenn wir aber hier ein neues Hoch machen, dann ist für mich heute so eine extreme Seiten. Da komme ich gleich zum mal Punkt. Kurz Ausbruch. Ausbruch nach unten, aber letztendlich ist das hier für mich der nachher eine Range. In der Zone, da muss ich dir gleich absolut zustimmen. Der Punkt ist hier, jetzt haben wir im H1 einen Hammer wahrscheinlich, aber der H1 ist noch nicht fertig, Andreas. Ne? Da muss man mal ein Stück weit warten. Die Stunde ist erst fertig, wenn die volle Stunde schlägt. Das haben wir ja auch gesehen. So eine Kerze kann natürlich in den letzten 2 Minuten sich noch komplett drehen. Der Punkt ist, du hast dir die Korrekturzone schön eingezeichnet und das ist natürlich, wir haben einen Ausbruch nach unten gesehen, Trendfolgen kamen die neuen Tiefs, dann gab es so eine Art Pullback an das Level ran und dann ist er in die große Korrekturzone, die du jetzt hier hast, eingetaucht. Und der Punkt ist, wenn du jetzt das siehst, dass wir in dieser Korrekturzone sind, dann ist das ja so ein Seitwärtsgeschiebe. Und da machen die meisten Trader die größten Verluste. Weil hier dann richtig nichts passiert. Also jetzt ist sozusagen, wenn du im 1-Minuten-Chart jetzt versuchst, da immer was rauszuschneiden, ist natürlich das Risiko hoch, dass du hier ständig Fehlsignale um die Ohren geknallt bekommst. Und das ist natürlich was, wo man auch selber eben, das nennt man ja auch Multi-Time-Frame-Ansatz. Also das ist auch schön, dass du das so dargestellt hast. Pass auf, du hast den M1, du hast den M5 und du hast den Stundenchart. Das sind 3 Timeframes, wo du so, ich sag mal, die Symbiose suchst, dass das irgendwie alles ineinander passt, wegen der Trenddefinierung, in welche Richtung gehst du. Und wenn du dann eben siehst, okay, der 1-Minuten-Chart weist hier einen Aufwärtstrend auf, der 5-Minuten-Chart ist in der Korrekturzone und der Stundenchart hat meinetwegen eine Hammerkerze gemacht, aber es ist völlig unklar, wohin die Reise jetzt geht, dann ist nur eins richtig und das heißt Seitenlinie. Ja, da setzt du dich hin, guckst, trinkst einen Kaffee, machst mal einen Talk und schaust dann mal, wo der Markt hingeht. Weil jetzt, liebe Zuschauer, glauben Sie mir, viele Teilnehmer gehen jetzt hier aggressiv in den Markt und versuchen hier jede Bewegung mitzunehmen, mit Knockouts, mit Optionsscheinen, mit Zertifikaten, noch nicht mal mit CFDs, vielleicht sogar mit einem Future auch noch. Da muss ich aber sagen, das wird hier nichts werden. Ja. Das ist genau der Punkt, wo man sagt, wenn der Markt jetzt hier nichts aufwirft, dann macht man erstmal nichts. Das ist jetzt hier im 1-Minuten-Chart ein Aufwärtstrend, im 5-Minuten-Chart noch ein klarer Abwärtstrend und wir sind hier in so einer Stauzone. Also das ist ganz klar, dass man sagt, hier erstmal Zurückhaltung, Übung. Und am FX-Markt muss ich ganz ehrlich sagen, also der Austral-Dollar bin ich mit, wie gesagt, 0,15 raus. Das ist gar nichts. Also das ist einfach für den Jackpot. Das schiebt man zur Seite, das holt man sich später oder irgendwann mal wieder raus. Aber der ist gerade choppy, der Markt. Ja, also FX habe ich hier auch keinerlei wirklich klares Signal, wo ich jetzt sage, da muss ich jetzt agieren. Und da gucke ich auch immer gerne auf den Terminkalender. Das können Sie übrigens auch über den Mini-Terminal-Tools tun. Das können Sie aber auch eben hier auf jeder klassischen Website. Und wir haben heute hier 13 Uhr Bank of England, meine lieben Zuschauer. Ne? Das britische Pfund ist ja eh ein großes Thema hier. 23.06. Brexit. Machen wir vielleicht auch nochmal ein Spezialwebinar draus.
Also heute kommt 13 Uhr extrem viele geldpolitische Ankündigungen. Ja, also es wird jetzt hier eigentlich nicht mit einer Überraschung gerechnet, doch man erinnert sich auch letzte Woche an den Australdollar, als hier plötzlich eine Zinssenkung um die Ecke kam. Das hat den Australdollar ja zutiefst belastet. Also es wird heute mittags 13 Uhr nochmal interessant beim Pfund und am Nachmittag haben wir wieder Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und da passiert auch viel an den Währungen, dass da eben hier durchaus Movement kommt und das versuche ich dann eben auch im kurzfristigen Bereich mitzunehmen und jetzt sind wir auch hier 10.30 Uhr, die Händler sind alle noch aktiv, aber so richtig klar kommt mir hier jetzt kein Setup um die Ecke und das ist eben was, wo ich auch sage, also die Zeiten, als ich hier 10, 20 Trades am Tag abgefeuert habe, die sind auch zeitlich bei mir schon gar nicht mehr drin. Ich bewege mich hier realistisch gesprochen in einem Bereich, der geht so zwischen, na, ich sag mal zwischen 2 und 6 Trades am Tag. Ja, es gibt aber auch Tage, da mache ich gar keinen oder nur einen. Aber so mehr als 6, 7 Trades mache ich in der Regel kaum, weil ich eben genau nach bestimmten Mustern, nach bestimmten Voraussetzungen suche und wenn ich die sehe und habe, dann werde ich es tun. Ansonsten Seitenlinie und dann kann man den Markt analysieren oder zum Beispiel dann das Mysterium der Harmonie-Pattern beleuchten. Das wäre, glaube ich, dann aber auch wieder so eine Disziplin, wo man sich ein Stück weit hier auf den Punkt der Fibonacci-Retracements und desgleichen verlässt. Da muss man aber auch ergänzen, dass die statistische Wahrscheinlichkeit, dass diese Pattern immer zutreffen, auch im Bereich um 50% liegen, denn letztlich entscheidet es auch hier wieder das Money and Risk Management, ob sie mit dieser Strategie erfolgreich sind oder nicht. Ja, das ist immer wieder ganz, ganz entscheidend. Wolf, Steigerung ihres Wortanteils inzwischen auf 95%. Oh, ich muss aufpassen, ich rede glaube ich zu viel, Jörg. Das liegt in meiner Natur. Ich hätte Radiosprecher werden sollen, glaube ich. Ich würde dich hören. Ich würde dich hören. Ja, oh, wenn je. Du jetzt noch meine Musik dazu spielst, und ich sag dir, du, ich würde dir ordentlich was um die Ohren hauen. Du pass mal auf, was da noch kommt. Wenn ich manchmal schaue, was in Amerika abgeht, also gerade die sind ja, sage ich mal, uns da eh schon einige Schritte voraus, sei es im Trading oder in den Skills in Sachen Entertainment. Aber da gibt es schon einige Brecher. Wir haben auch gestern noch mal ein Meeting gehabt hier. Ich bin ja gerade in JFD Ludwigsburg im Office, in unserem Germany Office, wo wir im Übrigen auch mittelfristig Seminare für unsere Kunden halten werden. Jörg, da bist du, Schweiz ist ja nicht so weit weg, sicherlich gegen den... Ich bin ja sowieso an der Deutsch-Schweizer Grenze. Also ja. Das ist ein Steinwurf für mich, dann landet der in Deutschland. Ach, wunderbar. Also das ist auf jeden Fall was. Da 81, das ist meine Heimstrecke. Ja, also guck mal. Von dem her, da bin ich super schnell rum. Gerade von Frankfurt aus, ne? Genau. Ja, weißt du Bescheid. Ja, bitte. Wie gesagt, Deine 95% Regel anteilen, wir doch, das schaffen wir schon noch. Also ich werde auf jeden Fall die Geschichte, das, was wir hier praktisch jetzt dann auch so jetzt über Webinar transportieren, das ist genau der Plan, dass wir auch mal eine Trading Week machen, ja, dass wir eben auch hier genau mal den Weg angehen, dass wir hier das, was wir jetzt in einer Stunde, in 2 Stunden dann eben auch mal mit Education, also Ausbildung, wirklich über mehrere Tage mal forcieren und live den Markt besprechen und Sie zum Beispiel dann auch mal live schauen können, was der Broker so tut. Denn ich habe auch die Frage vorhin gesehen mit dem Denkfehler, das ist übrigens keiner. Es ist korrekt, dass JFD, R. Heini steht hier, ich weiß jetzt nicht genau den Namen, es ist korrekt, dass JFD hier kein Market Maker ist. Wir haben auch keine Market Maker Lizenz, das heißt, wir dürfen überhaupt nicht sowas tun und es ist richtig, dass wir Forex an den direkten Liquiditätspool weiterleiten und bei den CFDs, ja, das sind ja Derivate auch, ja, ist richtig, die legen viele Broker selber auf, ihre eigenen Produkte, um praktisch damit auch natürlich am Verlust des Kunden zu verdienen und wir sind auch an so einem Pool dran, wo uns CFD-Anbieter, da gibt es einige große Adressen, die dann praktisch tatsächlich die CFD und die sind dann Market Maker, ganz klar, die verdienen dann tatsächlich am Verlust, aber eben nicht wir, sondern wir versuchen aus dem Pool dann im Prinzip den Gegenpart, also ist ja Kaufen und Verkaufen, also Sie wollen was kaufen und er will was verkaufen, wir stellen die Handelsverbindung her und haben aber aus unserer Sicht eben keinen Interessenskonflikt, dass der Market Maker auf der Gegenseite Ihnen dann ein Produkt verkauft, mit dem er dann natürlich Gewinn macht, wenn Sie verlieren, steht auf der anderen Seite. Zudem, jetzt kommt es noch, die meisten sichern sich auch am Markt ab. Das heißt, wenn er Ihnen zum Beispiel einen Long CFD DAX verkauft, und der DAX sozusagen steigt und der Market Maker damit Geld verdienen würde, dann kann er sich gleichzeitig am Markt abhatchen mit einer Short-Position und matcht sozusagen
den Verlust, den er unter Umständen macht, wenn sie Geld verdienen. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu kompliziert. Aber der Punkt ist, die Market Maker hedgen sich auch am Markt ab. Das heißt also nicht unbedingt, dass er immer gegen sie handelt. Ja, das ist nicht unbedingt die Tatsache. Es gibt auch Market Maker, aber die Verlockung ist halt groß und es wird eben auch durchgeführt, leider Gottes, dass am Verlust des Kunden profitiert wird. Aber es gibt auch die Option, und das ist genauso Uso, dass die sich gleichzeitig am Markt absichern. Ja? Also wenn sie jetzt Gewinn machen, macht der Market Maker dann in dem Fall praktisch nicht unbedingt den Verlust, weil er sich gleichzeitig am Markt abhedgt, also absichert mit der Position. Das muss man auch wissen. Generell gibt es da eben vielerlei Möglichkeiten, aber die Option, dass der Market Maker eben eigene Preise kreiert und jetzt noch ein kleines Gimmick aus der Schatzkiste. Es gibt algorithmische Systeme, die hier den Händler, also Sie als Trader, wirklich analysieren. Das heißt, da wird alles, Ihre Tätigkeiten, Ihre Order-Eingaben, Ihre Take-Profits, Ihre Gewinne, Ihre Exits, Ihre Auszahlung, Ihre Einzahlung vom Konto werden da analysiert und so ein Algorithmus weiß im Prinzip fast schon vorher, was Sie tun werden. Und das ist natürlich tricky. Tricky, tricky, tricky. Und dann kann man natürlich, wenn man solche Auswertungen dann auch macht, was wir nicht tun wollen und nicht tun können, dann natürlich auch durchaus einen Kunden entdecken, wo man sagt, Mensch, der Kunde geht jetzt schon wieder short. In 90% der Fälle liegt er falsch, also nehmen wir das Ding in unser Haus und verdienen gleichzeitig noch an seinen Verlusten. Diese Tatsache ist tatsächlich gegeben. Gut, jetzt hast du noch mal das Wort, Jörg. Sieht gut aus, was da gerade passiert. Jetzt sind wir bei 96%. Nein, wir haben ja momentan begrenzte Setups, oder? Also von dem her, ich liege jetzt hier auf der Lauer, ob sich jetzt hier was tut, weil wir titschen jetzt die Linie hier schon wieder, da kommt kein Druck nach oben rein, also vielleicht drücke ich da nochmal Short drauf. Mhm. Jetzt könnte ja jemand zu Recht sagen, Mensch, Jörg, bist du ein miserabler Trader? Guck mal diesen Aufwärtstrend an, das ist ja ein Sahnestück, den muss man ja nehmen. Mhm. Richtig, das ist echt ein Sahnestück und den kann man auch nehmen. Aber dieses Long hier, ich komme hier mit der Zeichnungsgeschichte hier bei MetaTrader noch nicht wirklich zurecht. Charttechnisch ist es ein Kraus, das Tool, das gebe ich recht. Also wenn man technische Auswertung machen will. Ich kann hier nachher mal schnell den Alcina-Trader zeigen. Mhm. Das ist ein absoluter Traum. Also das Ding ist der Hammer. Da kann man richtig schön malen. Da gibt es ja zukünftig dann auch einen Plan. Gell? Das ist richtig. Das ist richtig. Da will ich gar nicht zu viel verlieren, aber da können wir nachher nochmal besprechen. Aber you have it. Genau. Dadurch, dass wir jetzt momentan keine... Also nochmal hier. Warum habe ich diesen Long-Trade hier nicht genommen? War eigentlich alles mustergültig, das heißt, hier unten haben wir ganz klar gesehen, das war ja noch der Moment, wo ich drauf gedrückt habe, wo ich meinen Short gecashed habe, dass hier unten nicht mehr Druck reinkommt. Die erste Kerze, wäre die grüne Kerze, wäre die kleiner gewesen und ich hätte einen besseren Einstieg bekommen, dann wäre ich sogar gewillt gewesen, die nochmal mitzunehmen, um, ich sage jetzt mal, genau das obere Ziel hier bis dahin nochmal mitzuhandeln. Das heißt also, das ist klassisch die Dow-Theorie. Ich habe eine Bewegung, Korrektur. Die Korrektur ist tief in der Korrekturzone, was hier absolut mustergültig ist. Und im kurzfristigen Bereich versuche ich dann von dem letzten Tief, also von der letzten Korrekturzone, von dem letzten Punkt 3 bis zum neuen Punkt 2, den wieder mitzunehmen. Der wäre mustergültig gewesen. Der einzigste Punkt war diese Kerze hier. Die war mir schon wieder zu hoch. Und das ist einfach so eine Erfahrungsgeschichte, die ich habe mit den Heiken Ashi. Sobald ich hier am Anfang große Kerze habe, kann es ganz oft ein Verarschermarkt sein. Also, ja, definitiv. Das Ding, das schnallt hier kurz nach oben bis hierher. Und jetzt war mal ich. Meine Güte. Treffe ich das Ding. Da geht schon. Zu wenig Zielwasser, die Kronkorb genommen. Ja, genau. Und nagelt dann runter. Deswegen habe ich den nicht genommen. Jetzt, mustergültig. Also wenn hier draußen irgendeiner on air ist, der jetzt den DAX auf 1-Minuten-Basis diesen Trendhandel schön gemacht hat, long, muss ich sagen, absolutes Chapeau, tolle Sache. Aber was hältst du von der Idee, Chris, wenn wir die Teilnehmer mal fragen, welche Werte für sie momentan spannend sind? Und gute Idee. Ich bleib hier mit meinem DAX hier aktuell. Aber
dass wir die mal analysieren, die Werte. Vielleicht hat ja irgendeiner gerade einen Trade da draußen. Ich hab gerade einen Trade auch abgefeuert, muss ich gerade sagen. Ah. Ja, kanadisch Dollar Yen, und zwar danke Martha. Ich habe das im Chat gelesen und habe aber auch gleichzeitig den auf der Pfanne gehabt. Die Martha ist ja auch eine Rainbow-Traderin, die hat den Cut Yen auch long gehandelt, ich auch. Da läuft auch parademäßig an gerade, also Cut japanisch Yen, der bricht gerade aus auf neues Tageshoch. Den Ausbruch habe ich, das ist schwarzer Franken-Yen, aber sieht ähnlich aus. Also Yen ist gerade hier schwach unterwegs, ist kein Problem. Cut-Yen hast du. Cut-Yen, genau. Schweizer Franken-Yen, auch gut, weil jetzt haben wir gerade allgemeine Yen-Schwäche am Markt und sämtliche Währungen, die in Yen notieren, ja, die ziehen jetzt hier gerade nach oben. Also das ist dann immer, also der Austral-Dollar-Yen ist auch sehr stark, auch eine schöne Geschichte, aber der Cut hat das stärkste Momentum und das hat Marc gut erkannt. Schieß los. Guck, der wäre es jetzt, schau. Ich habe ja bei meinem China-Trader auch die Möglichkeit, die Heike-Naschi-Kerzen mit einer einfachen Tastenkombination kann ich mir hier das Ganze umschalten zwischen Barchart, Candle oder eben Heike-Naschi. So muss es sein. Und das Ding hier, das wäre natürlich, warte, komm mit Stift. Der hier, der wäre prädestiniert gewesen, weil wir hatten hier diese wunderschöne Bewegung, ne, der Expander, der wurde gezogen. Mhm. Das hier, das ist zu vernachlässigen. Mhm. Das ist einfach nur eine kleine Korrektur. Genau das ganze Ding hier auch, das ist nicht nach unten. Hier haben wir wieder mustergültig kleine Kerzen, die wiederum hier danach diese Korrektur da darstellen. Und das wäre der prädestinierte Einstieg gewesen, long. Also von dem her, selbst nach Heike-Naschi, war das ein wunderschöner Trade, den ihr da macht. Den hat die Martha schon, ich glaube, so kurz nach 10 abgefeuert. Gehen wir so auf die 10 Uhr Kerze. Wo war das? Du bist jetzt gerade im Stundenchart. Kurz nach 10? Ja, ja. Musst du mal am besten in die 15. Ich bin in einer Minute. Ach, du bist in einer Minute, sehe ich gerade. Kurz. Ich bin in einer Minute. Ja. Da, 10 Uhr ist hier. Da ist er irgendwo reingesprungen, aber die Martha handelt auch im 15-Minuten-Chart. Also ich glaube, die hat da das neue Hoch gekauft. Den leichten Rücksetzer hat sie, glaube ich, verdaut und dann ist sie jetzt reingegangen in den Trade. Wie gesagt, der sieht vom Momentum gut aus, der Yen hier aktuell eben mit einer kleinen Schwächephase. Und der hat auch noch genügend Range. Aber zum Agena-Trader, das ist natürlich ein Tool. Ihr seht es ja, Leute, wir wissen das auch bei JFD. Wir haben auch jetzt da mit vielen Tradern, bekannten Partnern gesprochen. Das ist ein mega beliebtes Tool. Wir haben ja, wie gesagt, vor, und das ist ja auch so ein Stück weit Broker einzigartig. Also es gibt ja viele Broker, die hier verschiedene Handelsplattformen anbieten, ja, und wir wollen praktisch dann auch bis zu 4 Plattformen anbieten. Wir haben den MetaTrader Tradable Guidance in der Pipeline und dann eben auch den Agena Trader. Nur solche Anschlüsse, solche Entwicklungen, die Schnittstellenentwicklung, das braucht wirklich Zeit. Das ist leider Gottes ein Prozess. Wir hätten uns das gerne in Wochen gewünscht, das dauert mittlerweile Monate, da die richtigen, dass das eben einfach 100% läuft, und Sie werden mir nachvollziehen können, oder werden es nachvollziehen können, dass wenn gerade im Trading, wenn da hier irgendwas nicht funktioniert, das macht der Trader einmal, das macht der Trader zweimal und beim dritten Mal ist er enttäuscht und handelt nicht mehr diese Plattform. Das heißt, es muss 100% stimmig sein und es dürfen keine Fehler auftreten, und deswegen machen wir so viele Backtests, auch mit dem DAX im Dezimalstellenbereich. Das sind alles Sachen, die haben eine Vorlaufzeit von Wochen, gar Monaten, und das muss man immer ganz klar auf der Agenda haben, damit man eben auch hier weiß, es ist ein Prozess der Zeit, aber es wird kommen. Das ist unser Bestreben. Und gerade mit dem Agena-Trader, da haben Sie halt wirklich auch eine Möglichkeit, hier auch wegzutesten, richtig automatisierte Signale in den Screen zu feuern. Also es ist wirklich sehr, sehr umfassend und wirklich ein richtig gutes Paket. Also wir sind natürlich da drauf und dran, hier auch da weiter die ganze Geschichte aufzubauen und da auch zu hoffen, dass hier der Markt, oder besser gesagt, die Anbieter mit dem Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten, dass wir das eher heute als morgen sozusagen absolvieren. Jetzt hast also du Öl noch auf der Pfanne. Ja, Öl war gerade nur gerade zu sehen. Aber was ich nur habe, ich habe mir eine Heike-Naschi-Stundenstrategie gebaut. Oh. Und das, was du gerade gesagt hast mit Margina Trader, das ist natürlich eine super schöne Sache. Mhm. Und zwar, ich habe die Möglichkeit, mir hier gewisse Setups bzw. gewisse Strategien zu programmieren oder programmieren zu lassen für diejenigen, die es nicht können. Guck mal an. Also, da gibt es Anbieter dafür, die das machen. Das heißt, ihr müsst beschreiben, was ihr wollt. Und die Jungs, die setzen das um. Und dann ist allerdings nicht ganz günstig.
Ja, also da gibt es natürlich dann auch von Agina Trader gibt's Pakete, wo man verschiedene Trading-Stile kaufen kann, was ich großartig finde, weil diejenigen, die die Dinger da auch verkaufen, die haben so viel Zeit und Geld investiert, da ist der Preis ein Bruchteil von dem, was ihr ausgeben würdet, wenn ihr das Ding selber bauen lassen würdet, geschweige denn vom Know-how im Hintergrund. Aber was ich hier gemacht habe, ich habe mir eine Stundenstrategie auch auf Heike-Naschi-Basis, und zwar, wenn ich hier die Stunde mir angucke, dann sind das extrem schöne Swings, die man hier mitnehmen kann. Und ich kriege jetzt beispielsweise im US-Dollar, japanisch Yen, kriege ich ein Signal, und das Signal sagt mir jetzt hier in meiner Analyzer-Liste jetzt schon an, die kann ich nochmal neu laden lassen. Das war hier der, dass hier für mich jetzt schon mal nach meiner Definition mustergültig ein Short-Setup entstehen könnte, ja, weil ich habe keine neuen Hochs. Und was ich jetzt hier in dem Fall mache, ich lege mir jetzt einen Preisalarm rein und lass den Markt entscheiden. Wenn der da runterkommt, dann hat er aus meiner Sicht bestimmt Power bis etwa hier. Und mein Ziel ist auf Stundenbasis diesen Swing mitzunehmen. Du kriegst da ein schönes Signal, das heißt, es piept in deinem Ohr oder gibt es dann so ein Fenster, was dann aufgeht? Ich kann selber wählen, möchte ich ein Fenster, möchte ich ein Tonsignal mit dazu und möchte ich eine E-Mail. Und das ist eine feine Sache. Also von dem her, wer gerade auf größerer Zeiteinheit unterwegs ist und die Chance hat, irgendwie nicht täglich jeden Tag vom Schirm zu sitzen, sondern weil er berufstätig ist, der lässt hier seinen Analyzer-Escort laufen. Wenn ein Signal kommt, kriegt er eine E-Mail, die hat er auf dem Handy. Und dann hat er ja nochmal Minimum eine Stunde Zeit, das Setup einzugehen. Und das macht natürlich für das Thema berufstätige Trader, macht das Ding hochinteressant. Ja, das ist natürlich dann auf jeden Fall. Und das ist das Coole, ne? Also dieser China-Trader ist nicht nur eine Multi-Broker und Multi-Daten-Feed-Software, sondern ich habe das Thema Multi-Frame beispielsweise, oder wenn ich hier reingucke, ich habe mir hier den 1 Minute, den 5 und den 15 Minute. Ich kann mir hier praktisch noch einen vierten Chart mit dazulegen und habe auf einen Blick eigentlich sofort den gesamten Überblick über den Markt, dass euer Kanadisch-Dollar-Yen jetzt wieder zurückkommt, genau. Aber dass der natürlich im übergeordneten Bild, aber auch im mittleren Trend gerade voll in der Bewegung ist. Also das heißt, diese Korrektur oder diese Gegenbewegung, die jetzt da hier gegen euch läuft, die ist nicht mehr wie gesund. Ja, das ist genau wieder dieser Expander-Buff wurde gezogen, war Druck drauf, wird wieder entspannt, aber wenn es halt wieder weitergeht, dann wird das Ding wieder aufs Neue gespannt und kommt wieder zurück. Genau, das ist immer wieder das Auf- und Abziehen. Genau, das ist genau das, was du sagst. Also das ist genau der Punkt. Also insofern, wir haben jetzt auch auf deine Frage, da will ich jetzt den einen oder anderen Teilnehmer ja auch gerecht werden, Euro-US-Dollar-Long ist zum Beispiel auch ein Kandidat. Und DAX Long seit 9.000 Euro US-Dollar, ja. Und DAX Long auch seit 9.944. Jetzt muss ich mal gucken. 9.444. Ja, DAX Long 9.4. Komm, lass uns erst den DAX schnell machen. Genau. Und dann gehen wir auf den Euro US-Dollar. Also 9.944. DAX Long. Schön in der Korrektur. Also, großes Bild 19. Kann man kurz sagen, in welcher Zeiteinheit? Genau. Wolf, da an dieser Stelle vielleicht mal noch Feedback, aus welchem Timeframe du da in den Trade gehuscht bist, das wäre noch ganz interessant. Aber Wolf ist noch am Start, wird sicherlich gleich. Eine Minute. In 1 Minute? Na, da. Also aus dem Fünfer heraus hätte ich fast dann auch drauf spekuliert oder gewettet, dass du eben dann den Move, dass er den Move nimmt an die obere Range, ne? Also ja, klar. Das ist natürlich dieses Mustergültige, was er jetzt da macht. Das ist der Trendhandel auf 1 Minute. Absolut. Das Ausbruch, das letztendlich dich einstoppen lasse am Punkt 2. Von dem her, hat er alles richtig gemacht. Jetzt würde mich nur eins interessieren. Vielleicht kann er das nur kurz schreiben, der Wolf, wo er jetzt gerade aktuell einen Stop liegen hat. Genau, ja, kommt bestimmt gleich. Er hört dich ja real-time mit. Das ist ja heutzutage wirklich formidable in Sachen Webinar-Geschichte. Also das war zu meinen Anfängen, als ich hier dann praktisch zur Jahrtausendwende Trailing-Stop hatte.
automatisch im 1-Minuten-Chart, wo sitzt der gerade vielleicht? Hast du den schon im Gewinn nach? Also der wird wahrscheinlich jetzt schon irgendwo da bei 9.950 notieren oder so, vielleicht sogar ein Stück höher. Aber Trailing Stop ist natürlich immer wieder eine feine Sache. Also gerade weil der Trader eben automatisch gemanagt wird. Genau, 9.950. Ganz aggressiv. Ja. Genau. Da geht er jetzt schön aggressiv hinterher. Mhm. Ich habe hier leider, warte, ich versuche das mal hier mit dieser Software. Ich arbeite mit der eigentlich so gut wie nie, weil, wie ihr seht, ich arbeite eigentlich mit Mac und habe meine Handelsplattformen auf einem externen Server laufen. Mhm. Und na, ich hoffe mal, dass das jetzt hier funktioniert, weil mit dem Ding habe ich nie gearbeitet. Ja, er versucht jetzt natürlich hier diesen untergeordneten Trend. Ja. Mhm, sehr gut, hat aber okay. Gut geklappt. Jetzt der Bildschirm kurz schwarz, aber es sah ganz gut aus. Ja, genau. Aber es war sehr gut zu sehen. Mhm. Ja, okay, ich versuche es nochmal. Vielleicht wird er nicht mehr schwarz. Genau, wird schwarz. Aber das war schon sehr gut verständlich, was du da, also praktisch genau den Bewegungshandel im kleinen Minutenchart jetzt hier nach oben mitzunehmen. Ja. Also irgendwie anscheinend diese Zeichensoftware harmoniert anscheinend nicht damit mit meinem. Aber jetzt ist natürlich das mit dem Trail, genau, jetzt kann er, wenn die Bewegung jetzt weiter, jetzt haben wir eine kleine Korrektur gesehen, wenn die Bewegung jetzt natürlich weiter Fahrt aufnimmt, da oben haben wir jetzt irgendwo bei 9.970 einen kleinen Widerstandsbereich, ne, wenn er da jetzt ranläuft, den durchbricht, da kommt wieder... Naja, aber guck mal, das ist genau, nee, sorry, das war hier im 5-Minuten-Chart. Diese 9.970, mhm. Das ist nämlich genau, das ist das obere Ende der Korrekturzone. Mhm. Also das heißt, momentan sind wir, jetzt was 5 Minuten angeht, sind wir eindeutig nach wie vor immer noch short. Mhm. Das große Bild ist short. Auch wenn ein Bruch dieses Hochs jetzt stattfindet, dann sind wir in einer trendlosen Phase. Mhm. Also das heißt, wir haben eine lange einen Aufwärtstrend. Mhm. Das ist ganz klar. Das macht, ich finde, das macht den heutigen Tag auch auf kleiner Einheit, also im Minute-Chart, macht es den so schwer, weil in dem Moment, wenn eigentlich meine große Marschrichtung, das heißt, das ist meine Rotte hier, die hier läuft auf 5 Minuten und ich bin das kleine Ferkel, das irgendwie hinterher saut, die wissen gerade selber nicht, welche Richtung die jetzt einschlagen sollen. Es kann sein, dass es hier eine große Finte wieder ist, das Ding wird kurz angehandelt, es gibt keinen Schlusskurs darüber und das Ding rast wieder nach unten durch. Das ist ja halt genau das, an der Börse muss gar nichts sein, es kann alles sein. Und hätten wir jetzt hier vorher diesen Long Dome Mensch, wäre super gewesen, das ist das, was der Wolf, ich weiß nicht, heißt er mit Nachnamen? Ich glaube schon, ja, nee, ist ein Vorname. Wolf ist tatsächlich auch ein Vorname, passt. Okay, alles klar. Ich möchte mich niemandem zu nahe treten, deswegen, aber den Wolf da genommen hat, von dem her sensationell. Entweder das Ding marschiert jetzt zügig nach oben durch oder der titscht da oben nochmal richtiger. Ja, genau, das wird jetzt auf jeden Fall interessant sein zu sehen. Jetzt haben wir auf jeden Fall ja auch. Das wird spannend. Das wird auf jeden Fall. Das könnte jetzt natürlich auch für mich jetzt natürlich auch wieder was Spannendes sein mit meinem Heike-Naschi-Ansatz. Also das heißt, wenn ich jetzt sehe, dass hier oben nimmer mehr Dynamik reinkommt, dann natürlich gewillt, sobald ich hier wieder ein schönes Signal habe, dann drücke ich wieder drauf. Genau, dann musst du eben dann auch den Mut haben oder einfach auch die Disziplin da anzugreifen und genau dann eben den Abzug zu ziehen, wenn das Signal kommt. Der Ottmar schreibt gerade, er hat in einem amerikanischen Magazin, aber es gibt eben viele Auswertungen, viele Pro und Kontras gelesen, dass ein Trailing-Stop keinen Vorteil gegenüber dem manuellen Stop hat. Ich meine, das ist auch relativ. Der Trailing-Stop kann unterschiedlich justiert werden. Ja, das hängt auch wieder vom eigenen Ansatz ab. Ja, es gibt auch Trader, die haben einen ganz fixen Stopp und die wollen ihren Take-Profit sehen oder nicht. Ja? Das heißt, das Ding wird einfach ausgesessen, da wird nichts getrailt, da wird kein Risiko minimiert oder so. Das hängt aber auch immer wieder von der Systematik des Trading-Styles ab, also wie du dich da eben bewegst im Markt. Ja? Also ob du das eben aggressiv machst oder ob du trailst oder nicht. Ich sag mal, den Heiligen Gral oder den Königsweg wird es da ohnehin bei den Märkten, bei den unterschiedlichen Gegebenheiten gar nicht geben. Das ist wichtig, dass man für sich selbst da das findet. Also ich
muss sagen, Trailing Stop ist für mich das A und O. Einerseits sichert man Gewinne, andererseits, wenn ein Trailing noch im Verlust ist, reduziert man mögliche Verluste und man passt sich sozusagen den Bewegungen mehr oder weniger an. Ja? Und was jetzt hier der Wolf oder auch der Jörg gerade gezeigt hat mit dem Trail, manuellen Stop, den würdest du theoretisch auch unter das letzte Kerzentief wahrscheinlich, unter das letzte markante Tief, Reaktionstief nachziehen. Da wärst du jetzt irgendwo bei 9.960 oder was. Genau, das wäre jetzt einfach nur logisch, da den Stopp nachzuziehen, obwohl es auch immer auch die klassischen Fakes dann gibt. Ne? So ein kleiner Spike nach unten unter das letzte Tief. Da ist immer die Frage Inside-Outsides hier, markttechnisch Geschichte. Also hast du da hier die Innen- und Außenstäbe. Das ist, wie gesagt, also Trading oder Marktanalyse und eigene Setups, das ist, ja, das, ich will nicht sagen Wissenschaft, aber es ist eine sehr persönliche, individuelle und auch von den eigenen Skills abhängige Methodik, die man da entwickeln muss. Und das braucht eben Zeit. Ne? Das ist ganz klar. Du glaubst es also nicht? Zu dem Thema Softstop vielleicht noch eins zu sagen. Das mag statistisch absolut stimmen. Ich bin auch der Meinung, dass Softstop nicht für jedes Setup geeignet ist. Vor allen Dingen dann, wenn du Trailing Stops, also ich sage Softstops, weil im Archina Trader ist der Trailing Stop ist unser Softstop, aber der funktioniert nach einer anderen Logik. Aber jetzt beispielsweise hier die klassische, den Trailing Stop, der macht nur dann Sinn, wenn er nicht zu eng am Markt ist. Mhm. Weil ansonsten nimmt es dich zu viel raus. Also das heißt, du musst natürlich dem Markt auch eine gewisse Luft lassen, kleine Korrekturen zu machen. Und wenn der dich nachher wenn du den Trailing Stop zu eng dran hast, dann nimmt er dich raus und läuft nachher, genau 2 Minuten später läuft er wieder weiter. Das ist ja auch der Grund, warum ich hier diesen Trading Stop beispielsweise bei mir jetzt auf 20 eingestellt habe. Ich möchte nie 20 Punkte Stop überhaupt kassieren müssen. Ich habe ihn heute Morgen kassiert. Aber aus dem einfachen Grund, ich war Gott froh, dass ich den heute Morgen drin hatte. Weil ansonsten wäre ich nämlich mit 22, 23 Punkten manuell erst rausgekommen. Also das heißt, für mich ist der Trading Stop ist mein Katastrophenstopp. Wenn ich vorm Schirm sitze, dann drücke ich sowieso Marke drauf. Aber wenn mal die Welt zusammenbricht und mir die Internetleitung irgendwie flöten geht oder sonst irgendwas, dann will ich abgesichert sein und nicht, dass das Ding irgendwie 100 Punkte in den Keller rauscht und ich bin long drin und komme nicht mehr rein. Also meine Internetverbindung ist da. Da will mir die Haare laufen. Das heißt, Trading Stop ganz, ganz im kurzfristigen Bereich finde ich ihn sehr, sehr sinnvoll, weil es dein Katastrophenstopp ist. Dein Katastrophenstopp passt sich aber an deinen Kurs an, sobald er für dich läuft, dass du ihn wirklich in den Stop laufen lässt, ist gar nie das Ziel. Genau, das ist ja auch, das ist. Hast du beispielsweise andere Setups? Hier beispielsweise ein klassisches Trendfolgesystem, oder? Hier jetzt beispielsweise im Euro-US-Dollar, 15 Minuten kriege ich ein wunderschönes Long-Signal. Im Tageschart sehe ich einen absolut intakten Aufwärtstrend, der tief in der Korrekturzone ist. Ich habe hier beispielsweise im Stundenchart dieser Abwärtstrend hier, der wurde eindeutig gebrochen. Ich habe einen neuen Aufwärtstrend, der hier ebenfalls an der Korrekturzone gerade ist. Und hier kriege ich jetzt mein Setup. Das heißt, Archina Trader, ich möchte jetzt allzu weit eingehen, aber wenn ich jetzt hier auf mein Setup drauf drücke, dann ist es doch so, dass ich hier unten meinen Initial habe, oder? Ich habe hier Bewegung, Korrektur. Ja. Mustergültig nach Trendfolge ist hier mein Einstieg und hier unten muss jetzt mein Stop liegen. Dann ist es ein fester Stop. Dann darf ich auch nicht mit dem Trading Stop arbeiten. Dann muss ich wirklich mustergültig nach dieser Strategie muss ich hergehen und sagen, okay, wenn der Kurs jetzt beispielsweise hier hochläuft und ich habe hier eine Trendfortsetzung 9.2, also ein höheres Hoch, dann kommt der Stop natürlich unter das letzte Tief. Dann darf ich nicht mit Trailing Stops arbeiten. Wenn wir aber so, wie jetzt hier beispielsweise in dem Fall mit dem Heike Nashi, mit dem Scalping, da bedeutet für mich der Trailing Stop eine Versicherung, dass das Ding nicht ein brutaler Verlust wird und gibt mir sogar noch das Plus, dass er, sobald der Kurs für mich läuft, mein Katastrophenrisiko sogar noch verkleinert. Dann macht er aus meiner Sicht sehr viel Sinn.
Ganz genau, das ist ja das, da sind wir genau an dem Punkt, wo du sagst, du reduzierst, du hast so einen Worst-Case-Stop, der wird in der Regel nicht abgeholt, wenn es mal passiert, dann hast du ihn eben drin und reduzierst das maximale Risiko, was du eben vorher festlegst, und ansonsten gehst du hinterher oder eben je nach Timeframe und Ansatz ist eben die Vorgehensweise ganz entscheidend, wie du mit der Stopptechnik überhaupt vor sich gehst oder umgehst auch so als solches. Also pass auf, Jörg, du glaubst es nicht, wir sind schon über 2 Stunden hier im Loop, unglaublich, wir haben das Ja, hier, Wahnsinn. ja, das ist kein Witz, wir haben es jetzt schon kurz vor 11 und du hast es hier wunderbar mit durchgezogen, auch wenn natürlich der Sprachanteil, das machen wir am Nachmittag ganz andersrum, da gehören dir 95%, Jörg, das steht schon mal fest. Also heute Nachmittag machen wir eins, Chris, heute Nachmittag holen wir uns aus dem DAO wieder die richtigen schönen Punkte raus. Guck mal, ne? Also wir wissen jetzt beispielsweise, was die Europäer jetzt hier heute Morgen gemacht haben, das war für den Wolf erstmal absolutes absolute Glückwunsch. Fantastischer Trade, gut gesehen. Aus meiner Sicht sogar wirklich Cojones in den Hosen gehabt. Weil, ja, im großen Bild ist das Ding short gewesen für mich. Das ist meine Marktphase, da war das Ding tief in der Korrektur. Er hat auf 1 Minuten long gedrückt, von dem her coole Sache. Hat er wirklich, also hat er im Prinzip ein Stück weit antizipiert, dass der Markt eben bis oben an den Widerstand ranläuft, und was jetzt passiert, dass der Ausbruch kommt, das ist natürlich das i-Tüpfelchen. Ja, was jetzt natürlich, wenn er sozusagen in den untergeordneten Bewegungstrend eingestiegen ist, natürlich jetzt belohnt wird. Ja, das Risiko, was er damals hatte, das war nicht ganz ohne, weil, sag mal, das war ja in der Korrektur, in der Stauzone da, wo sich der Markt dann sozusagen erstmal finden musste, aber das Momentum war so stark und darauf hat er spekuliert, und ich sag mal, der eine, der zahlt in den Markt ein, der nächste bekommt eine Auszahlung, und das war im Prinzip genau der richtige Riecher. Und auch Wolf von meiner Stelle, schöner Entry, gerade im DAX, mustergültiges Beispiel. Wie gesagt, das sollten wir auch weiter fortsetzen, und da würde ich auch sagen, am Nachmittag, genau, wir wollen 14:15 weiter loslegen. Wir haben ja 14:30 dann die US-Daten, die da kommen, Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe und dergleichen, haben wir vorhin gar nicht im Kalender weiter beleuchtet, werden wir uns aber heute Nachmittag anschauen. Und von daher würde ich jetzt so langsam unsere Stimme schonen wollen. Auf jeden Fall, Jörg, sage ich schon mal danke für die Morning Session. Ich glaube, wir haben einen guten Mehrwert liefern können. Also ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen als Teilnehmer jetzt hier für den Part 1. 14:15, wie gesagt, geht es weiter. Da schauen wir uns direkt mal an, was dann im Vorfeld, das ist wieder eine Viertelstunde vor den Marktnachrichten, aber wohl bemerkt über eine Stunde vorm US-Opening. Der Markt macht ja erst 15:30 auf. Dennoch ist der vorbörsliche Handel da schon aktiv. Der DAX prescht hier schon stark nach vorne. Da darf man mal sehen, ob das so weitergeht. Also hier wird schon viel antizipiert. Mal gucken. Aber Jörg, ich sage erstmal merci dir für die Zeit auf jeden Fall. Der Link übrigens ist genau der gleiche. Sie müssen, also den Link, den Sie bekommen haben, den nehmen Sie einfach wieder, die E-Mail, klicken da rein, und da geht es dann ab 14:15 los. Und da machen wir dann, knüpfen wir dann direkt an und werten dann mal aus, was hat Europa bis dato gemacht. Jetzt kommen wir ja gleich so in die Mittagsphase rein. Da muss man mal sehen, ob da noch genug Schmackes vorhanden ist in Sachen Drive. Ansonsten freue ich mich auf jeden Fall, Sie nachher wiederzusehen. Und wir gucken mal, ob wir das mit der Lösung vom Webinar-Tool hinbekommen, dass wir dann auch alle Teilnehmer unterkriegen. Das, wie gesagt, hat hier dann tatsächlich das Citrix-Format hier ein Stück gerade irgendwie auseinandergebläht, aber das werden wir prüfen. Jörg, an dieser Stelle erstmal danke von meiner Seite, war auf jeden Fall sehr, sehr angenehm, habe ich aber auch fast nicht anders erwartet, muss ich sagen, also da hast du auch die Erwartung vollends erfüllt. Auch schön, dass du dir am Nachmittag direkt nochmal die Zeit nimmst, und dann wünsche ich dir jetzt erstmal eine gute Pause, guck mal, was du noch siehst, vielleicht findest, und ansonsten den Rest machen wir dann am Nachmittag, und dann sage ich erstmal danke für deine Zeit erstmal. Ja. Also Stunde haben wir noch Zeit, und dann Mittagszeit, dann machen wir nachher nichts. Ja, von dem her. Vielleicht nur ein absolut letztes Wort zu dem Trade von Wolf. Ist natürlich auch immer die Thematik, je mehr Timeframes ich hier offen habe, desto mehr widersprüchliche Informationen bekomme ich natürlich auch. 5 Minuten sehe ich klarer Abwärtstrend und hier den Trend hoch und ja, wie auch immer. Im kurzfristigen Handel, und das muss ich sagen, das hat der Wolf vorher ganz richtig gemacht, trade, was du siehst. Und was haben wir hier gesehen? Eindeutiger Aufwärtstrend. Und war absolut korrekt, dass er da drauf gedrückt hat. Klar, also wie gesagt, es ging ja auch darum jetzt nicht drum, ich hatte es auch in der Überschreibung stehen, hier jetzt nicht aggressiv hier am Dauerpult die Trades zu feuern. Wie gesagt, du hättest den jetzt auch schön mitnehmen können, dann war es ein Beispiel. Ich finde es gut, dass du auch gefragt hast, Wolf, oder generell, welche Marktteilnehmer haben denn jetzt Position? Hat irgendjemand was? So sind wir ja gerade auch auf den Zug aufgesprungen, um auch zu sagen, hey, hier hat auch ein Marktteilnehmer nebenbei
des Webinars auch hier abgefeuert und eben die Bewegung im 1-Minuten-Chart gehandelt. Also wirklich auch mein Respekt und danke für die Info. Weitergehen, meine lieben Zuschauer, steht aber auch in der E-Mail, glaube ich, 14.15 Uhr. Ja, 14.15 Uhr geht es weiter, das kann man an der Stelle sagen. Also wie gesagt, wir haben jetzt einen Overload gemacht, wirklich schon über die Zeit, aber erstmal fettes Merci. Und dann erstmal eine gute Mittagszeit in die Schweiz, Jörg, lass es dir erstmal gut gehen. Ne? Ja, ein guter. Und dann hören wir uns später wieder, wir machen es genau wie gehabt. Ich sage jetzt erstmal Ciao in den ETA, werde jetzt dann gleich die Session sozusagen beenden und freue mich auf einen später. Alles klar, bis nachher. Bis bald, tschüss. Servus.